Ja, dann begrüße ich mal alle recht herzlich, die den Weg gefunden haben. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit Photovoltaik auf privaten Dächern beschäftigen. Diesen Vortrag habe ich schon mal vor ein paar Jahren in Wolfenbüttel im CEMU, Zentrum für Elektromobilität, gehalten. Da ging es halt darum, die Elektroautos damit PV zu laden. Und da kommt er im Prinzip ein bisschen her. Das Bild, das wir eben gesehen hatten, war mein privates Haus. Da kommen wir aber hinterher noch ein bisschen zu. Genau, erstmal so ein bisschen zu meiner Person. Wo komme ich her? Was habe ich mal gemacht? Also ich bin in Wesseln geboren und lebe da auch immer noch. Das ist hier auf dem Weg hierher, sage ich jetzt mal so. Habe beim Bosch in Hildesheim, das heißt beim Bosch, die kommen ja aus Schweden, Herr Schwaben, mal Industriemechaniker gelernt. Damals war es mit der Arbeitsplatzsituation ein bisschen schlecht. Und deswegen habe ich dann einfach mal Maschinenbau in Wolfenbüttel studiert. Und da bin ich noch. Also ich bin dann in der Hochschule geblieben, erst nur für ein Jahr. Aber jetzt halt seit 31 Jahren und arbeite dort im Institut für Produktionstechnik an der Fakultät Maschinenbau. Also wir beschäftigen uns mit Automobilproduktion, wir haben auch so einen Master Automotive Production und wir arbeiten mit einem nicht näher genannten kleineren Automobilhersteller ganz in unserer Nähe zusammen. Da haben wir ungefähr die Hälfte der Studenten. Vor ein paar Jahren hatten wir ein Forschungsprojekt vom Wirtschaftsministerium, da ging es um Ressourceneffizienz, das war so 2010 rum ein großes Thema, Energie- und Ressourceneffizienz, und haben in dem Zusammenhang so Lernmodule entwickelt, wo die betrieblichen Mitarbeiter in der Praxis daran qualifiziert werden sollten. Also die sollten halt so lernen, was kostet es eigentlich, wenn so ein Druckluftaggregat immer läuft und das verschwendet, dass man das so ein bisschen erlebt. Nachdem das Forschungsprojekt zu Ende war, haben aber die beteiligten Firmen gesagt, oh, das war ja ganz interessant. Und dann haben wir einen Verein gegründet, und zwar die Niedersächsische Lernfabrik für Ressourceneffizienz e.V. und machen seitdem auch so Fortbildungen im Bereich Ressourceneffizienz, auch Logistik und so weiter, also so Lean Production und sowas ist auch halt immer ein Thema, was wir machen. Und arbeiten da mit der KEAN, das ist die Klimaschutzagentur in Hannover für Niedersachsen, zusammen mit dem Herrn Nolte. Wer dieses Programm, Förderteil für die Firmen gibt, die sie einen Solarcheck machen können. Also die kriegen einen Berater, der dann in die Firmen geht, um zu schauen, ob dort sich PV lohnt. Wer den kennt, den haben wir praktisch gemacht. Das war praktisch so ein bisschen unsere Idee. Daraus entstanden ist dann auch die solare Mobilität. Das verbindet dann praktisch Elektromobilität mit erneuerbaren Energien in den Firmen. Kann man sich da auch einen Berater holen. Und wir machen auch Schulungen für VDI, ZRE in Berlin. Dann bin ich vor ein paar Jahren auch noch der Aufsichtsratsvorsitzende von der Photovoltaikgenossenschaft Bad Salzwedel geworden. Die wurde ja mal vor 10 Jahren gegründet und wir hatten da ein paar Probleme die letzten Jahre, aber wir hoffen, dass wir das wieder ein bisschen beleben können. Genau. Vor 2 Jahren ungefähr haben wir hier im Unterbezirk ein paar interessierte Leute den Arbeitskreis Umwelt gegründet. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Und auch an der Ostfalia haben wir einfach mal Students for Future, die sind ein bisschen wenig, da haben wir gedacht, dann machen wir Mitarbeiter das mal, haben wir Maschinenbau für Future gegründet und wollen da zum Beispiel auch mal unsere Heizung so ein bisschen untersuchen und mal gucken, was man da noch sonst so wirklich praktisch machen kann. Und aus diesem Maschinenbau for Future ist dann auch noch ein Scientist for Future in der Ostfalia geworden und da bin ich auch noch ein bisschen mit bei. Und vor 2-3 Jahren habe ich diesen sozialdemokratischen Energiewendeappell von Nina Scheer mit unterzeichnet. Wer den Namen Scheer noch kennt, das EEG hat ja auch mal zum Teil angefangen mit Hermann Scheer, der das mitbegründet hat. Und Nina ist seine Tochter, die jetzt im Bundestag da aktiv ist, auch in dem Bereich so ein bisschen. Genau, da haben wir uns auch immer in Berlin getroffen und da ein bisschen was gemacht. Was wollen wir jetzt heute Abend machen? Ich werde das nochmal ganz, ganz kurz, das dauert wirklich nicht lange, tut auch nicht weh, den Arbeitskreis Umwelt vorstellen, was wir da so machen wollen. Dann so eine kleine Einleitung in das ganze Thema. Dann gucken wir uns ein bisschen die Technik an. Module, woraus besteht eine PV-Anlage überhaupt. Dann das Rechtliche, das kann ich gleich vorweg sagen, im Bereich erneuerbare Energien ist nicht unbedingt die Technik das Problem, sondern viele Sachen liegen wirklich in der Regulatorik, also in den Regelungen. Dann gucken wir uns mal praktisch an, was muss man für Schritte machen, um so eine PV-Anlage zu planen? Wie läuft der Bau ab? Dann schauen wir zum Schluss nochmal ein paar Anlagen an, die ich bei uns auf unserem Gelände, auf meinem Gebäude errichtet habe und wir können uns noch ein bisschen Monitoring angucken. Ganz kleiner Punkt ist Forderung, was gibt es noch? Und dann hätte ich zum Schluss praktisch noch so ein paar Wünsche und dann können wir diskutieren. Genau, Arbeitskreis Umwelt. Wir haben uns im Jahr 2020 das erste Mal getroffen, waren 15 Leute, die da waren. Wir haben dann 2 Sprecher gewählt, das ist einmal Simone Flores-Holle, die macht so den Bereich Artenschutz, Naturschutz hauptsächlich,
und ich halt aus Bad Salz-Detfurt mache so erneuerbare Energien und Elektromobilität. Warum haben wir uns gegründet? Wir haben das Ziel, die Ortsvereine und Fraktionen im Unterbezirk Hildesheim halt im Bereich dieses Themas ein bisschen zu unterstützen, auch halt für die Kommunalwahlen. Das war ja schon vor 2 Jahren. Ne? Wir haben ein paar Veranstaltungen schon gemacht, auch diese Veranstaltung haben wir schon mal so online durchgeführt. Das war ja in den letzten 2 Jahren so in, das ist so jetzt die erste Veranstaltung, wo das wieder ein bisschen nach vorne kommt. Übrigens habe ich diese Veranstaltung vor letzte Woche bei Celle in Wartlingen bei einer Bürgermeisterkandidatin gemacht. Da waren 25 Leute da. Wir müssen noch mal an der Kommunikation arbeiten. Egal. Wir hatten uns auch zum Auftrag gemacht, mal Anträge und sowas vielleicht für die zukünftige Arbeit zu machen. Es soll ja nach der Wahl auch nicht zu Ende sein, sondern das soll weitergehen. Und natürlich auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben auch so ein paar Sachen erarbeitet, haben das auch an den Unterbezirk und an die ganzen Vorstände geschickt. Genau, wir haben uns 3 Themen zu Anfang erstmal hingenommen, wo wir ein bisschen was drüber geschrieben haben. Also erst einmal Arbeit und Energie, Mobilität und dann Artenschutz. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Wer die Präsentation haben möchte, schickt mir einfach eine Mail. Ich lasse dann die Karten hier, dann kann ich das zuschicken. Dann genau. Weil sonst kommen wir nicht weiter. So, jetzt fangen wir so ein bisschen mit der Einleitung an. Da ist ja immer so ganz früher die Frage gewesen, geht das überhaupt, dass man mit erneuerbaren Energien irgendwas hier auf der Welt beschicken kann, sage ich jetzt mal so. Und da wäre jetzt mal so die Frage, was glauben Sie oder was glaubt ihr, welche Fläche braucht man, um die komplette Welt mit Solarstrom, mit Energie zu versorgen? Also nicht nur Strom, sondern alles. Ne? Also es ist nicht das große Kästchen, was man da jetzt sieht, sondern das ist das. Ja? Also das wäre, wir haben jetzt die Sahara genommen, klar, dass es dann woanders ein bisschen größer sein müsste, aber egal, aber selbst das, 245 mal 245 Kilometer ist jetzt nicht weg und in Deutschland sind es 45 mal 45. Und da muss man dazu wissen, das war vor 2 Jahren, als ich die Folie gemacht habe. Die Module sind ja auch weitergegangen. Ne? Also wenn einer denkt, es geht nicht, es geht. Jetzt kommen wir von der Welt mal so ein bisschen näher an uns ran. Niedersachsen, wie gesagt, im Institut bei uns beschäftigen wir uns halt auch mit den erneuerbaren Energien in Industriebetrieben und haben für die KEAN das mal ein bisschen angeguckt. Und es gibt 66.000 Hektar Industrieflächen, also die ganzen Hallen und was dazugehört. Ne? Da sind zurzeit installiert auf diesen Gebäuden, also es ist ja nicht so, dass wir nichts haben, da ist schon ein bisschen was, sind so 3,6 Gigawatt Peak, also das ist die Leistung maximal von den Dächern runter. Kommen könnte, wenn die Sonne richtig konkret einstrahlt. Aber das ist immer ein bisschen weniger, aber da kommen wir später noch zu. Man könnte aber, wenn man nur 10%, also so ungefähr 7000 Hektar nimmt, könnte man 14 Gigawatt Peak installieren. Also wir haben einfach mal 10% gerechnet, weil ein paar Hallen sind ja ein bisschen älter. Das würde einen möglichen Jahresertrag von 12.000 Gigawattstunden geben. Also das ist dann der Ertrag. Und die ganze Industrie in Niedersachsen braucht 25. Also mit 10% der Hallen von den eigenen Industrieflächen würde man schon die Hälfte des Stromverbrauchs wegkriegen. Dass das dann doch gespeichert werden muss. Und ja, das ist, aber wir, ne, die Menge ist da. Genau, da kommen wir dann noch zu. Genau. Gut. Dann habe ich hier mal kurz aufgestellt die Stromgestehungskosten. Also das jetzt, wir reden jetzt nicht von den Strompreisen, was wir bezahlen, da sind ja noch andere Stromkostenbestandteile dabei. Es geht jetzt einfach darum, den Strom zu erzeugen, bis er dann ins Netz geht. So. Dann haben wir hier auf der linken Seite 3 gelbe Flächen, das sind alles PV-Anlagen. Warum sind die so unterschiedlich? Das hängt einfach mit der Größe ab. Also auch dort gilt natürlich dieses System, wenn die Anlagen größer sind, kostet die Kilowattstunde weniger. Ne? Das ist also der Preis pro Kilowattstunde, den man erzeugen oder den man generieren kann, wenn man das baut. So bei kleineren Anlagen auf dem Dach, das wäre dann halt zu Hause, liegt das irgendwo zwischen 7 und 11 Cent. Das ist auch 1,5, 2 Jahre alt, das geht jedes Jahr so ein bisschen runter. Aber bei großen PV-Anlagen, so Freiflächenanlagen, liegen wir irgendwo bei 4 bis 6 Cent. So, die anderen bunten Balken, die blauen sind noch Wind, da kann man auch ganz gut sehen, onshore ist besser, also auf Land ist besser, den Wind zu machen. Oder kostengünstiger als Offshore, weil die Offshore-Anlagen liegen schon ein bisschen höher, sage ich jetzt mal so. Genau. Das ganze Konventionelle, was man rechts sieht, liegt auf jeden Fall nicht drunter, sondern ist eigentlich teurer. Also die Fragestellung, machen wir das nicht vielleicht doch lieber mit Kohle und machen dann irgendwie alles sauber, hat sich eigentlich erledigt. Nach dieser Folie hat sich auch noch ein neuer Fakt dieses Jahr herausgestellt. Mittlerweile ist es so, dass die Kosten für die Dampfturbine und dann die Stromerzeugung höher sind als die PV-Anlagen. Also man kann PV-Anlagen bauen, die den Strom für weniger Geld erzeugen, als wenn ich den Dampf geschenkt kriege
und habe nur noch die Dampfturbine, den Generator und den ganzen Rest, was dazugehört. Ja, also da ist es völlig egal, ob der Dampf aus Atom, Fusion, egal woher kommt, sie sind immer teurer. Gut, also das soll mal zeigen, es geht nicht darum, nur die Welt zu retten, sondern es ist auch wirklich ein wirtschaftlicher und finanzieller Aspekt, dass wir damit im Prinzip billiger Energie erzeugen können. Genau. Dann wird ja immer gesagt, die Erneuerbaren werden ja subventioniert ohne Ende. Das hat man jetzt mal so zusammengerechnet, waren es so 146 Milliarden bis jetzt in die Erneuerbaren. Und das, die anderen drei Balken wurden in das reingesteckt, was wir sonst so haben. Ne? Ich habe nochmal diesen Begriff Kohlepfennig, den gab es ja auch mal. Da sind so, und die ganzen anderen Sachen, die damit reingegangen sind, sind so 337 Milliarden reingegangen. Und Braunkohle halt auch schon 100 und Atomenergie natürlich auch ein bisschen was. Und Atomenergie ist ja auch noch nicht zu Ende, weil die Lager zahlen wir ja. Die Firmen sind ja raus. Was allerdings da ein kleiner Unterschied ist, bei den Erneuerbaren, also das ganze linke hier, die linken drei Balken, hat im Prinzip der Staat bezahlt. Also wir alle, aber wir haben es nicht gemerkt, sondern es wurde halt irgendwas gemacht und dann wurde es bezahlt. Bei den Erneuerbaren, mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, wurde das so gemacht, dass wir als Verbraucher im Prinzip, also nicht alles, aber den größten Teil, dass wir das als Umlage zahlen. Das heißt, die Kosten, die für die Erneuerbaren in der Förderung ausgegeben wurden, muss der Verbraucher bezahlen. Deswegen ist diese EEG-Umlage da und so wurde das System halt implementiert. Ne? Aber es ist in der Menge immer noch nicht das, was bei den anderen gezahlt wurde. So. Jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen an. Es war tatsächlich so, es hat so im Jahre 2000 angefangen, da ist ja auch ungefähr das EEG her. Die ersten Anlagen sind ja jetzt auch 20 Jahre alt und außer Betrieb gegangen am 01.01.2021. Da hatten wir, die blaue Kurve sind die Erzeugungskosten. Das heißt, wenn ich dort eine Kilowattstunde erzeugen wollte, musste ich ungefähr 79 Cent dafür ausgeben. Damals lag der Strompreis irgendwie bei 7,2 oder, also der reine Erzeugungspreis, der Verkaufspreis war ein bisschen höher, da fangen wir erst da hinten mit an. Das heißt, es war wesentlich teurer, den Strom mit den PV-Anlagen zu erzeugen, als ihn irgendwo anders zu kaufen. Deswegen wurde ja das EEG entwickelt, das dann im Prinzip diese Differenz bezahlt hat. Natürlich nicht gleich die 79, sondern es hat dann halt, das ist diese grüne Kurve. Diese grüne Kurve ist ungefähr das, was es immer an Förderung gab. Und da kann man sehen, die grüne Kurve war auch noch relativ hoch, aber so, wenn man da so in das Jahr 2010, 2011 schaut, dann kann man sehen, dass diese grüne Kurve plötzlich rapide sinkt. Dann hat die zuerst den Haushaltsstrompreis geschnitten, das heißt, es war billiger, als Privatmensch eine PV-Anlage zu haben und damit Strom zu machen, als den Strom zu kaufen. Da brauchte man dann auch eigentlich keine Förderung mehr. Wenig später, so 2012, da, irgendwann gehen diese ganzen Kurven da unten wirklich so zusammen, dass das nur noch um 1-2 Cent sich unterscheidet. Aber tatsächlich, so 2011, 12, hat es dann auch den Industriestrompreis getroffen. Das heißt, auch für die Industrie wäre es eigentlich billiger, den Strom mit PV zu erzeugen, anstatt ihn zu kaufen. Und ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, wie eine Technologieförderung, das war es ja, also PV an sich hätte ja keinen Selbstzweck gehabt, funktioniert hat, dass durch Skaleneffekte und die Forschung, die da rein investiert wurde, dazu geführt hat, dass die Module billig geworden sind. Ne? Ein kleiner Hinweis, bei Wasserstoff geht das übrigens nicht, aber egal. So, und wir sind jetzt ganz hinten und man kann sehen, dass die PV-Freiflächen, die sind hier ganz unten, ja, in anderen Ländern, sollen schon Kosten oder Erzeugungskosten für einen Kilowatt von 1,5 Cent erzeugt worden, realisiert worden sein. Übrigens, Saudi-Arabien baut PV-Anlagen, um Meerwasserentsalzungsanlagen zu betreiben, weil das eigene Öl zu teuer ist. So. Jo, jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter bei uns. Ich habe hier mal so zwei Wohngebiete fotografiert, also bei Google abgenommen. Das eine ist in Bayern, das andere ist in Niedersachsen. Also nicht die Roten in Niedersachsen, die Schwarzen in Bayern, das haben die da unten auch alles in den Farben. Aber man kann tatsächlich an diesem Bild erkennen, ob das in Bayern oder in Niedersachsen ist. Es wird ein bisschen leichter, wenn man einfach um jede PV-Anlage ein rotes Viereck macht. Wir sind nicht das. Also wir sind das mit den wenigen Vierecken. Die da unten sind das. Ja. Gibt es auch Gründe für? Und zwar ist es so,
dass die Sonneneinstrahlung in Bayern natürlich ein bisschen höher ist. Also sie sind weiter im Süden, also tendenziell ist es so, je weiter im Süden, desto besser. Sie sind weiter im Süden als wir. Der Unterschied macht mal ganz grob, also ganz grob geschätzt, zwischen 10% und 15% aus. Ja. Es ist übrigens total interessant, dass die bayerischen Windkraftanlagen durch den Standortnachteil mehr für die Kilowattstunde kriegen als die Windkraftanlagen in Niedersachsen. Bei den PV-Anlagen wurde das irgendwie noch vergessen. Gut, die Bayern haben aber nicht nur die, ja, sag ich mal so, geografischen Vorteile, sie waren auch schlau. Die haben zum Beispiel sowas erlaubt, sogenannte Solarscheunen. Das darf man in Niedersachsen nicht bauen. Ne? Die haben so ein bisschen in der Bauordnung geändert. Man konnte jetzt auch Scheunen bauen mit einem Dach, was komplett nach Süden geht. Dann haben die Dachüberstände erlaubt, bis, also kurz vorm Boden geht es los. Und dann nach da oben auch nochmal so 3 Meter weiter. Und fürs Regenableiten ist das nicht der optimale Winkel, das ist der optimale Winkel für PV-Module. Ja? Hier unten kann man das sehen. Das hat wirklich so der Begriff Solarscheune. Der letzte Bauer, der das dann gemacht hat, der hat dann doch ein bisschen Ärger gekriegt, weil der hat das Ding, der hat es übertrieben, der hat das Ding dann auch noch drehbar gemacht. Das heißt, man konnte da einen Mähdrescher reinfahren und der konnte die ganze Scheune der Sonne nachführen. Und da hat das Bauamt jetzt gesagt, nee, das ist jetzt kein Gebäude mehr, das müssen wir anders machen. Aber technische Anlage. Genau, das, genau. Aber die haben da tatsächlich ein bisschen was in der Bauordnung gemacht, das haben wir hier oben jetzt auch irgendwie nicht geschafft. Und was man jetzt an dem Bild auch schon sieht, die fangen da unten jetzt schon an und machen die Module an die senkrechten Wände. Also ganz früher war das ja so der richtige Winkel nach Süden und alles. Ist jetzt alles egal, die machen das schon an die senkrechten Wände. Wir haben Freunde in Nördlingen, da kann man das in Natura sehen. Wer da mal durchs Ries fährt, der sieht das. Genau. Jetzt sind wir nochmal beim EEG. Vorhin, als wir die Bilder gesehen haben, ich habe jetzt mal diesen Ausschnitt vergrößert. Es ist nämlich so, das EEG hat einen Mechanismus, dass wenn viel Photovoltaik zugebaut wird, wird der Vergütungspreis niedriger. Weil mit der Idee, dass wenn viel gebaut wird, die Herstellungskosten durch die Skaleneffekte halt sinken und dann wird das immer abgesenkt. Es ist zwar theoretisch auch ein Mechanismus drin, falls die Preise mal steigen, dass das wieder steigen könnte, ist aber bis jetzt noch nie passiert. Vor ein paar Jahren gab es dann nochmal sowas wie den Deckel. Da wurde gesagt, wir machen bei 52 Gigawattstunden dicht. Da hatten alle noch ein bisschen Panik, dass sie da noch reinkommen. Aber der Deckel ist ja Gott sei Dank weg. Ist auch nicht ganz von alleine weggekommen, aber wir brauchen ja noch ein bisschen mehr als 52 Gigawattstunden. Aber man sieht, es ist, also jeden Monat wird es weniger Vergütung, was man kriegt. Ob die Vergütung jetzt wichtig ist oder nicht, werden wir gleich noch sehen. Und dann ist natürlich auch noch, dass in den Klassen, also wie groß ist die Anlage, ja, geclustert, sage ich jetzt mal so, weil die halt, es wird schon gesehen, dass kleinere Anlagen mehr Investitionskosten haben, weil die Grundkosten halt die, immer die gleichen sind. Ne? Ob das noch, irgendwann müssen wir auch mal aufhören, sonst sind wir bei Minus, aber gut, noch geht es jedenfalls so. Genau. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu, so, wie so eine PV-Anlage aufgebaut ist. Also ich werde das dann später nicht alles in den einzelnen Bereichen komplett vortragen. Wenn Fragen sind, können Sie gerne fragen, aber so im Groben wollen wir es schon mal sagen. Also man hat es so, dass die Anlage besteht aus den Modulen. Das ist der sogenannte Generator. Der erzeugt jetzt nicht wirklich Energie, sondern er sammelt sie ja eigentlich nur. Erzeugt wird die ganze Energie mit einer Kernfusionsanlage, die 8 Lichtminuten von hier steht und seit 3 Milliarden Jahren läuft. Und die läuft auch noch 3 Milliarden Jahre. Das sollten wir nutzen, sag ich jetzt mal. Wir müssen das Zeug nur sammeln. Auch Wind ist von der Sonne. Genau, da läuft Wasserstoff. Das funktioniert total super, das kann man machen. So, die sammelt das im Prinzip nur ein. Dann haben wir eine Unterkonstruktion, die sorgt dafür, dass die Module auf dem Dach sind. Also, dass sie fest befestigt sind, weil die sind natürlich der Witterung ausgesetzt, das muss schon irgendwie da bleiben. Dann der nächste wichtige Punkt ist der Wechselrichter. Der Wechselrichter macht aus dem Gleichstrom, den die Module erzeugen, halt Wechselstrom, damit er zu unserem Netzwerk passt. Ne? Wir waren übrigens mal bei den Modulen technologisch führend. Wir haben das ja praktisch durch das EEG erfunden. Wir hatten auch total schöne Firmen. Die Module haben wir mittlerweile verloren. Das ist jetzt eher China. Es werden jetzt zwar gerade wieder 2 Fabriken in Deutschland wieder reaktiviert von der Schweizer Firma, dass wir wieder Produktion hierher kriegen. Bei den Wechselrichtern sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es noch ein paar schöne deutsche Firmen, die auch tatsächlich so SMA baut, hauptsächlich fürs Ausland oder so. Also bei den Wechselrichtertechniken sind auch noch gut Arbeitsplätze da. Genau. So, bei der Anlage selber geht es dann weiter mit den Kabeln. Dann kommt natürlich noch ein Stromzähler. Ach, da ist der, genau, da ist der Tippfehler drin. Das heißt nicht Stromzählerzähler, egal.
Weil das Ganze muss natürlich auch abgerechnet werden, da kommen wir jetzt schon ein bisschen im Bereich der Regulatorik und die zusätzlichen Vorrichtungen, Überspannungsschutz, Datenerfassung, Online-Portale und Trenneinrichtungen. Aber wir gucken uns das einzeln an. Zu den Modulen. Also vor 5, 6 Jahren gab es da so richtige Glaubenskriege. Hat man polykristalline Solarzellen oder monokristalline Solarzellen? Also wie ist der Kristall, der Siliziumkristall aufgebaut und wie wird er erzeugt? Das spielt mittlerweile heutzutage eigentlich gar keine Rolle mehr. Bei den kleinen Anlagen sind die Dinge alle monokristallieren. Die Preisunterschiede mit der Leistung sind auch nicht mehr so groß. Also da braucht man sich jetzt wirklich keine großen Gedanken machen. Die Dinger werden in solchen Massen hergestellt, dass da auch keine so großen Unterschiede mehr sind. So Dünnschichtzellen sind auch mehr so ein Randthema. 99% der Module, die auf Privathäusern verbaut werden, sind diese monokristallinen Solarzellen. Ne? Hat halt dadurch, dass nicht so viele Störkanten da drin sind, besseren Wirkungsgrad. Aber so viel ist es jetzt auch nicht mehr, wie es früher war. Genau. Dann gibt es die auch noch in verschiedenen Größen. Da rede ich jetzt auch nicht so lange drüber, aber Standard für die Wohnhäuser. Also das hauptsächlich mache ich das jetzt so ein bisschen, falls Sie mal eine bauen wollen, kommt ja ein Angebot, damit man die Begriffe so ein bisschen lesen kann, die in diesen Angeboten drinstehen. Ne? Also die Standardmodule sind 60er, haben 60 Zellen. Aus dem Kristall, der gezogen wird, wird halt eine Platte rausgeschnitten, dieses viereckige Teil, und davon sind dann da halt 60 Stück von drauf. Bei 72 Zellern, die Module sind etwas größer, den nimmt man hauptsächlich für Freiflächenanlagen, weil da ist das mit dem Platz ja nicht so das Problem. Die sind dann ein bisschen billiger. Die Module unterscheiden sich in der Größe jetzt nicht wirklich so. Die meisten sind so einen Meter breit und in der Länge ist es ein paar Millimeter Unterschied. Aber das war's dann. Was noch interessanter ist, es gab ja in der Anfangszeit, waren es diese Standardmodule, da gab es einen Aluminiumrahmen, der war aluminiumfarben und zwischen den Zellen war immer ein bisschen frei, weil man da nicht direkt aneinander gemacht hat und dann musste ja auch noch die elektrische Verbindung hergestellt werden und das hat man dann halt so gesehen, dass das so silbern war. Außerdem haben die ersten Module so ein bisschen geblendet. Da gab es auch dann tatsächlich Anlagen, die wieder abgebaut werden mussten, weil die Nachbarn das gestört hat. Herzlich willkommen, noch Platz ist da. Gut, dann kam die erste Entwicklung, jemand wollte diese weißen Striche da nicht mehr haben, dann gab es Black-Module, dann hat man diese weißen Striche halt auch schwarz gemacht, dann hat man die nicht mehr gesehen. Dann hat jemand gemerkt, dass man Aluminium ja auch schwarz eloxieren kann und hat den Rahmen auch noch schwarz gemacht, das war dann All-Black. Und Full-Black ist dann gar nichts mehr weiß und dann gibt es auch noch Leute, die machen die Rückseite auch noch schwarz. Wofür das jetzt genau ist, weiß ich nicht, weil da kann man relativ selten hingucken, aber gut. Das ist eine Zeit lang war es wirklich so, nehme ich jetzt All Black oder nehme ich die Standardmodule oder wie auch immer, aber heutzutage sind die eigentlich All Black oder Full Black, das ist im Prinzip auch Standard, die anderen sind im Prinzip schon ausgestorben. Genau. Was in den Modulen auch immer drin steht, sind diese Anzahl Busbars, also das heißt praktisch, wie viele Kabel gehen da durch. Da ist es so, je mehr, desto besser, weil wenn was verschattet wird, wird jede Zelle einzeln verschattet. Wenn ich wenig Busbars habe, hat das große Auswirkungen. Habe ich mehr Busbars, dann habe ich von der Schattentoleranz ein bisschen mehr. Das ist zum Beispiel für Freiflächenanlagen völlig egal, weil die ja Freiflächen sind und da steht nichts vor, da braucht man das nicht. Aber für Häuser ist das schon ganz nett, wenn man das hat. Genau das gleiche ist so Halbzellentechnologie. Da wurde einfach nur das mit dem Verschatten ein bisschen besser gemacht. Genau. Was jetzt aber noch mehr in den Fokus tritt, sind so andere Unterschiede. Also blendfrei hatte ich jetzt schon gesagt. Glas-Glas-Module ist noch ein Trend, den es jetzt gibt, weil man darf eins nicht vergessen, die Materialien, aus denen so ein Modul steht, also Aluminium, Silizium und das ganze andere, das hält eigentlich ewig. Aber die Rückseiten der Module sind aus Kunststoff, irgend so eine Folie. Und ob die 2000 Jahre hält, da, wo es nicht soll, ja, aber da wahrscheinlich nicht. Gibt aber auch Module, da ist alles aus Glas, also auch die Rückseite. Die sind natürlich dann ein bisschen teurer. Die kann man aber zum Beispiel auch für sowas gebrauchen, für Zäune oder so dekorative Sachen, so Terrassenüberdachungen oder so Wintergartendächer. Da nimmt man dann die, weil das dann halt schöner aussieht. Auch die Module sind dann so ein bisschen halbtransparent. Man hat dann noch ein bisschen Sonnenlicht dadurch, halt nicht zu viel. Und was jetzt auch noch ein neuer Trend ist, sind bifaziale Module, das heißt, die von beiden Seiten Strom generieren. Ne? Da gibt es noch einen extra Themenbereich, so Agri-PV, da würde man die Module zum Beispiel senkrecht stellen, Ost-West, dann haben die morgens ganz viel Strom, mittags fast nichts und abends wieder, kommt fast genauso viel raus, als wenn man so irgendwie anders stellt, braucht aber im Prinzip keinen Platz, weil die bloß die 50 mm Moduldicke haben. Ne? Die machen dann von beiden Seiten das Ganze. Genau. Farbige Module sind zum Beispiel interessant für Denkmalschutz. In Nürnberg wurde das Rathaus, irgendwie 600 Jahre alt oder so,
jetzt mit einer PV-Anlage versehen. Da hat man dann so rote genommen, die genau zu dem Rot von dem Dach gepasst haben. Die sind natürlich ein bisschen teurer, weil der Wirkungsgrad ist nicht so ganz gut. Aber hauptsächlich sind sie halt teurer, weil die nicht so oft gebaut werden. Also man darf eins nicht vergessen, die Module heutzutage kommen eigentlich zu 90% aus China und die machen richtig Masse. Also das ist eigentlich, wir sind dafür die unbedeutend. Das hat man auch gemerkt, als es in Argentinien ein bisschen losging, Südamerika, gab es hier fast keine Module zu kaufen. Das war 2018 bei meiner zweiten Anlage. Da musste man da mal 4 Wochen länger warten, dass die Chinesen mal wieder was hierher geschickt haben. Aber ansonsten ging das erstmal nach Südamerika. Genau, ich hatte so ein bisschen angesprochen, die Materialien, da gab es ja früher auch immer, das ist ja alles giftig und so weiter. Aber woraus besteht so eigentlich so ein Modul? Also die Zellen selber ist aus Silizium. Ne? Die ersten hat man übrigens aus den Abfällen der Chip-Herstellung gemacht. Also als die ersten Rechner-CPUs hatte man so viel Schrott über und das hat man dann dafür genommen. Silizium ist das zweithäufigste chemische Element, also ist genug von da. Der Rahmen ist aus Aluminium. Da gibt es auch genug, also gibt es eine ganze Menge von. Mittlerweile wird sogar Aluminium in den Aluminiumhütten mit erneuerbaren Energien hergestellt. In Island mit Wasserkraft. Gut, ist eine andere Sache, ob das okay ist. Dann Glas. Glas ist ja auch hunderte Jahre alt. Es macht sich auch ein bisschen Silizium geht. Gut, das Erste, wo es ein bisschen kompliziert wird, ist Kunststoff. Ne? Da ist, weil hinten ist eine Abdeckfolie halt dran mit Kunststoff. Und tatsächlich, der Strom muss ja weg, die Kabel sind halt auch mit Kunststoff ummantelt. Ne? Aber das ist jetzt von den Mengen her nicht das meiste, sage ich jetzt mal so. Die ersten Materialien, wo es kritisch wird, ist Kupfer. Also da sind ja dann die Kabel und die Leiterbahnen raus und auch an, also Gold und sowas, Silber ist da auch noch mit drin. Aber das erste Element, was wirklich für uns, für die Wirtschaft ein Problem darstellen wird, ist Kupfer. Kupfer ist knapp und kommt ja jetzt überall rein. Also wir brauchen es für die Elektromotoren in den Autos. Also schon vor der Elektromobilität brauchten wir das für die Elektromotoren in den Autos, weil Fensterheber, Heckklappen, die automatisch rauf und runter gehen, die machen das nicht von ganz alleine. So, aber das ist auch nicht so schlimm, weil man kann in der Tat Kupfer auch durch Aluminium ersetzen. Also unser Hausanschlusskabel zu Hause ist zum Beispiel schon aus Aluminium und das ist aus den 70ern. Also das ist nicht ganz so gut zu verarbeiten, geht aber. Genau. Dann ist noch ein bisschen Lot drin und das war's. Also man kann ca. 90% des Moduls recyceln. Warum macht das noch nicht wirklich jemand? Nun ja, das EEG ist 20 Jahre alt, die Anlagen laufen 20 Jahre und man muss die Anlage auch durchlaufen lassen, die 20 Jahre, weil man ja zu Anfang seinen Fördersatz gekriegt hat, der auch fertig werden muss. Noch hat keiner wirklich welche abgebaut. Es hat jetzt, wie gesagt, im Januar angefangen, dass die ersten Anlagen aus der Förderung sind. Aber zu Anfang waren es ja auch nicht so viele. Also nennenswerte Mengen, was jetzt auch noch nicht richtig viel ist, wird so ab 2022 vielleicht anfangen, dass es da ein bisschen was gibt. Aber richtig geht das so in 5, 6, 7 Jahren los oder so, wenn dann die alten Anlagen eventuell wegkommen. Genau. Übrigens, wie jeden Geschirrspüler und Waschmaschine, für Privatpersonen ist die Entsorgung kostenlos. Das ist alles geregelt in der EU, Elektrorücknahmeverordnung da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das müssen die hinkriegen. Ne? Also die Hersteller oder die Importeure sind dafür verantwortlich, müssen das hinkriegen. Die Lebensdauer, die meisten Hersteller geben, liegen irgendwo zwischen 25 und 30 Jahre, EEG läuft 20, also das sollte es halten. Es hat aber tatsächlich schon einen Hersteller gegeben, der ein Modul durch einen 30-Jahre-Test dreimal durchgejagt hat. Also er hat dreimal diesen Lebensdauertest über 30 Jahre gemacht mit dem Modul. Das Modul hatte nach dem ersten Test 0,8% Degradation, also weniger Leistung, nach dem zweiten 1,5 und nach dem dritten 5. Das heißt, nach 90 Jahren Lebensdauer 5% Leistungseinbußen. Da müsste man eigentlich schon mal überlegen, ob wir das überhaupt wollen. Weil ich fände es ja besser, wenn vielleicht doch alle 30 Jahre mal neue drauf gebaut werden, damit irgendwer Arbeit hat. Also wir kommen jetzt in Bereiche rein mit dieser Technologie, wo Lebensdauern zustande kommen, die eigentlich in der Industriegesellschaft bis jetzt noch nicht wirklich da waren. Also nur weil einer noch ein Auto von 1910 hat, heißt das ja nicht, dass er das benutzt. Diese Dinger kann man dann noch benutzen, also im normalen Einsatz, das ist schon anders. Ne? Genau. Zu den Steckern will ich nicht viel sagen, nur das total Witzige ist, wir haben ganz, ganz viele deutsche Firmen, die die Normen gemacht haben, Phoenix, Kontakt und sowas, ne? Also wir haben den Stecker genormt, wir haben den Stecker an den Elektroautos genormt, der Mennekes-Stecker, das ist alles von hier, die anderen benutzen es dann. Na egal. Auf jeden Fall, das hat sich im Prinzip durchgesetzt. Bei den Steckern ist es halt extrem wichtig, dass man die niemals unter Last steckt,
wenn da wirklich Strom durchfließt, ist das nicht so gut. Und man sollte, wenn es geht, eine Sorte benutzen. Und wichtig ist auch, nach der Installation gucken, die dürfen nicht das Dach berühren. Also wenn die Installateure müssen das schon sauber verlegen, die müssen an die Module dran gemacht werden, dass sie nicht da durch den Wind irgendwie hin und her geschoben werden und sich bewegen können. Ne? So, genau. Zu den Kabeln, da gibt es jetzt noch so einen kleinen Praxistipp. Also die Module unter sich werden mit den Kabeln verkabelt, die an den Modulen dran sind. Das heißt, da braucht man auch gar keine Stecker. Eigentlich braucht man bloß wirklich zwei Leitungen von oben nach unten, da wo der Konverter ist, halt hinziehen und dann noch eins für die Erdung. Und da hat sich jetzt so seit ein paar Jahren rausgestellt, man sollte einfach eine Farbe für Minus, eine für Plus nehmen und die am besten in so kleine Aluminium- oder Regenfallrohre reintun. Dann ist das auch gleich safe. Ein Rohr für die Plus, ein für die Minusseite, dann können die beiden niemals aneinander kommen und die Sache ist total sicher. Der Querschnitt muss ausgerechnet werden, weil ne, je länger, desto mehr Widerstand und da muss halt der entsprechende Querschnitt gemacht werden. Wird meistens so zwischen 4 und 6 Quadratmillimeter. Quadratmeter wäre ein bisschen, ja okay. Schon dreimal gemacht, muss ich mir nochmal aufschreiben. Okay. Also wir reden ja von Privathäusern, ja. Wenn ich PV-Anlagen habe, die 500 Meter weg sind, hier so auf der Mülldeponie, dann werden die vielleicht nochmal größer, aber ein Haus, was so 30 Meter Entfernung von den Modulen zum Konverter hat, das ist ja schon mal ein Wort. Ne? Also das reicht dann eigentlich auch. Genau. Ein wichtiges Thema ist noch die Unterkonstruktion. Also eins ist auch wichtig, wenn die PV-Anlage auf dem Dach ist, und da ist sie meistens noch, sollte das Dach hinterher noch dicht sein, ne? Weil Wasser ist nicht so gut. Und deswegen muss man darauf achten, dass man für jede Dachdeckungsart die richtige Unterkonstruktion kriegt. Und die muss ja auch dafür sorgen, dass die Module nicht vom Dach fliegen, die Schneelast aushalten oder auch mal so einen Hagelsturm abkönnen, der da kommt. Also die Module können das, aber es muss halt vernünftig befestigt sein. Und mit sowas kennen sich halt die Dachdecker aus. Übrigens für die Flachdächer gleich mal eine gute Meldung. Bei Flachdächern macht man eigentlich nie was an dem Dach, sondern da werden die Module eigentlich nur draufgestellt. Da gibt es dann noch so ein bisschen Gewicht dabei und dann ist gut. Also man kann das hier an denen sehen, da ist das Ost-West wird das meistens gemacht, dass da der Wind nicht hinterfassen kann. Dann besteht auch keine Gefahr, dass die Dinger wegfliegen. Noch zwei Betonplatten hin und dann macht man bei Flachdächern, man muss nichts anbohren oder sowas, sondern einfach draufstellen. Die beste Sache ist übrigens ein Gründach mit PV. Das haben wir bei uns in der Hochschule. Da gab es ein 10 Jahre altes Gründach. Auf dem Teil war schon eine PV-Anlage, da ist tatsächlich was grün. Da, wo keine PV-Anlage, nicht. Da haben die Vögel alles tot gemacht. Da wächst gar nichts. Und da haben wir jetzt noch eine PV-Anlage hingestellt. Das heißt, wir kriegen Strom und die Vegetation hat noch ein bisschen mehr Chance als vorher. Genau. Die Kosten sind übrigens nicht vernachlässigbar. Das Ganze ist meistens irgendwie aus Edelstahl oder Aluminium. Und wir reden da schon von ein paar zig Euro pro Modul. So 30, 40 oder so. Genau. Jetzt kommen wir zu der Technik aus Deutschland. Der ist übrigens von einem deutschen Automobilhersteller, die Firma Costa. Die haben normalerweise, liefern die Elektronik für Autofirmen zu, haben sich dann auf die Konverter konzentriert und deswegen, ich habe es deswegen gekauft, weil die für Automobilhersteller liefern. Die wissen, was Qualitätssicherung ist. Das weiß ich immer nicht. Gut. Wechselt halt grundsätzlich den Gleichstrom in den Wechselstrom. Es ist halt so, dass jedes Modul eine gewisse Spannung erzeugt und die werden in einer Reihe geschaltet. Und der Strom fließt durch jedes Modul gleich durch. Ja? Das haben wir in der Schule gehabt damals. Ich will nicht zu viel erzählen. So, und die Module hintereinander ergeben dann eine gewisse Stringspannung und der Wechselrichter muss diese Spannung, die liegt irgendwo zwischen 300 und 1000 Volt, dann halt in den Wechselstrom umwandeln. Und da man jetzt nicht beliebig Module hintereinander machen kann, wenn ich da so 1000 Module hintereinander mache, habe ich irgendwie 30.000 Volt, das ist dann noch ein bisschen übertrieben. Muss man halt gucken, dass der Wechselrichter mehrere Strings hat, wo dann immer so 10 Module drankommen oder so, dass das mit den Spannungen und Dings passt. Habe ich jetzt alles erzählt? Können Sie wieder vergessen, weil dafür gibt es den Installateur. Der hat da Programme für, der legt das eigentlich aus. Aber nur, dass er, falls er mal was erzählt, dass Sie das so gehört haben, es muss halt vernünftig ausgelegt sein, aber die haben wirklich Programme, mit denen das ausgerechnet wird. Ja. Was wichtig ist, man kann niemals, sollte niemals Module mischen. Also wenn Sie die dann auch kaufen, dann heißt es immer 310 Watt, plus 5 sortiert, also nicht plus minus 5, sondern plus 5, weil das schwächste Modul in dem String bestimmt die Leistung. Das ist ja das mit dem Strom, weil das schwächste hat den schwächsten Strom und dann ist das in allen Modulen das gleiche. Genau. So, das andere, dieser MPP-Tracker, der muss halt die Spannung holen, das zeige ich gleich noch, aber das soll halt sowieso ein Fachmann machen. Genau. Das hier ist für die Elektrotechniker, ne, dass der
MPP-Tracker muss dann halt die richtige Spannung einstellen, damit die Maximumleistung rauskommt. Das machen die Dinger aber eigentlich alleine. Wer das noch sehen möchte, wie gesagt, ich schicke ja die Präsentation rum, gibt so einen Link, Maximum PowerPoint Tracking. Aber ich bin Maschinenbauer, ich weiß nur, der Strom geht da rein, das Moment kommt raus, mehr müssen wir nicht wissen. Genau. So sieht das dann aus. Also die Konverter werden eigentlich in allen Größen angeboten, aber wie gesagt, das macht dann hauptsächlich der Dings, aber Sie sehen, der Solateur, aber Sie sehen, hier unten stehen dann halt die Spannungen, danach kann man dann halt entsprechend so, liegt so zwischen, also die, bei den kleineren so zwischen 350, 720 Volt und das geht dann so weiter. Genau. Wenn man jetzt die Situation hat, dass man Module hat, die einzeln verschattet sind, hatte ich ja eben gerade gesagt, ist das schlecht, weil dann ja die gesamte Leistung des Strings absinkt. Wenn man nur ein, zwei Module hat, das habe ich zum Beispiel hier zu Hause, dann gibt es sogenannte Moduloptimierer, zum Beispiel von Tigo, dann kann man an einen so ein Modul so einen Optimierer dran machen und dann macht der das wieder auf den gleichen Strom, damit das wieder die volle Leistung da ist. Die Dinger kosten natürlich auch Geld, so 40 Euro, deswegen muss man die nicht unbedingt an jeden, also wenn das Modul 140 kostet und so ein Optimierer nochmal 40 Euro, dann muss man sich das überlegen, ob man das macht. Ne? Genau. Es gibt dann noch die Firma SolarEdge, die haben ein etwas anderes Konzept, die haben den Optimierer an jedem Modul, dafür ist dann der Konverter etwas preiswerter und ich habe eine Überwachung für jedes einzelne Modul, das heißt, ich kann dann später, wer das gerne möchte, im Webbrowser jedes einzelne Modul nachgucken, wie viel Strom da rauskommt und so, also ja, ist auch ein Hobby. Ne? Das, ja. Aber für völlig verwinkelte Sachen ist das schon eine Sache, also wenn da total nur Gauben drauf sind und es nichts anderes geht, dann kann man das SolarEdge nehmen und dann ist gut. Also es gibt für alles eigentlich eine. Das war jetzt das zur Technik. Wie gesagt, früher war das noch viel komplizierter, dass man darüber lange gesprochen hat. Normalerweise sind die Dinger jetzt durch, das ist eigentlich alles erledigt. Das, wir haben auch genug Erfahrung. Die Wechselrichter sind in der dritten, vierten Generation. Das ist alles okay. Aber was muss man jetzt tun, um eine Anlage zu planen? Das Erste, was Sie tun müssen, ist rauszufinden, was verbrauchen Sie überhaupt. Grundregel ist, wer gar keinen Strom verbraucht, braucht keine PV-Anlage. Also kann natürlich gerne eine bauen, aber es wird dann schwierig. Ja, aber zurzeit ist es, also wer keinen Strom verbraucht, werden wir gleich drauf kommen, ist schwierig mit den aktuellen Vergütungssätzen, geht es eigentlich nicht mehr. Aber kommen wir gleich zu. Aber normalerweise hat ja jeder Stromverbrauch. Ne? Und vielleicht wird es ja auch mehr. Vielleicht holen Sie sich mal ein Elektroauto, dann geht der Stromverbrauch auch ein bisschen höher. Oder eine Wärmepumpe, das nächste große Ding ist ja die Wärmewende, wir müssen ja irgendwie von dem Gas und dem Öl weg, dann kommt die Wärmepumpe, bei neueren Häusern, also alles, was nach 1990 gebaut ist, sollte das kein Problem sein, mit meinem Haus aus 1936 sind wir gerade dabei, schauen wir mal, dann braucht man wieder Strom, so. Aber man muss es wissen. Sag mal so, ich habe auch ein bisschen darum gerechnet, zum Schluss habe ich gesagt, ich baue das Ding und ich denke, irgendwann wird es sich schon mal bezahlt machen, aber wer es genau wissen will, welche Rendite er hat, muss das wissen, genau. Was auch geht, wenn Sie wollen, dass Ihre PV-Anlage sich schneller rechnet, bauen Sie ein Schwimmbad und eine Sauna. Und das Schwimmbad passt perfekt, da kann man im Sommer dann, wenn die Sonne da ist, ein bisschen heizen, dann ist das auch gut. Okay. Oder Klimaanlage ist noch perfekter, das könnte tatsächlich noch ein tatsächlicher Punkt werden. Im Zuge des Klimawandels wird es ja immer wärmer, da passt dann das perfekt zu, weil im Sommer ist es dann warm, dann läuft die Klimaanlage, ist auch Sonne da, verbraucht der Strom. Das ist dann muss man sich kurz überlegen, will ich auf Eigenverbrauch optimieren oder Autarkie? Es gibt tatsächlich Leute in Deutschland, die setzen alles daran, aber auch wirklich alles, dass sie nichts mehr mit dem Netz zu tun haben, nichts mehr mit anderen Leuten. Ich finde das nicht wirklich gut, nicht richtig, weil wir sind eigentlich soziale Menschen, wir sollten zusammenarbeiten, wir gehören in eine Gruppe und nur an sich denken sollte nicht der Trend sein, finde ich nicht so für. Aber gut, kann man, muss man nicht machen. So, wenn man das dann weiß, wie viel Strom habe ich überhaupt so zum Ersetzen zur Verfügung, dann kann man gucken, was habe ich für Möglichkeiten. Gibt es Dächer? Welche Ausrichtung? Terrassen zum Beispiel. Bei der Ausrichtung übrigens egal. Also außer Sie haben eine 90-Grad-Wand nach Norden, ist das egal. Ganz viele Landkreise machen auch sowas wie Solarkataster und sowas. Ne? Vergessen Sie es, braucht kein Mensch. Weil richtig wissen, ob es geht oder nicht, ob das Dach das trägt, ob es sich befestigen lässt, ob es sich wirklich rechnet, das macht der Solateur. Die Angebote sind übrigens kostenlos. Man sollte auch mehr als eins holen. Also das Ding kostet mehr als 5.000 Euro, da können Sie von ausgehen. Da geht man nicht nur zu einem, also außer man kennt ihn gut oder man ist in der Familie, aber ansonsten geht man zu mehreren Leuten und lässt sich Angebote machen. Und die müssen auch nach Hause kommen und sich das angucken. Wenn Ihnen einer ein Angebot schickt, sowas wie E.ON, ohne da gewesen zu sein, sich das anzugucken, tun Sie es weg.
ja, man muss mit den Leuten auch klarkommen, man muss so eine, nicht Beziehung aufbauen, aber man muss schon irgendwie auf der halbwegs gleichen Linie sein. Und da, das dauert auch nicht lange, man braucht da keine 2 Tage oder so, halbe Stunde, Tasse Kaffee, er guckt sich einmal das Dach an, er guckt sich dann den Hausanschluss an. Und dann haben sie ein Angebot mit Kosten, mit Erträgen. Die haben alle Tabellen da. Es gibt für jeden Punkt in Deutschland genau die Tabellen, wie viel Leistung darunter kommt und sowas. Das ist alles gut. Genau. Hausanschluss ist sowieso noch ein Thema. Wenn jemand denkt, er kann eine PV-Anlage ganz alleine bauen, das geht nicht. Die Anlage muss ans Netz angeschlossen werden. Dazu brauche ich einen Elektromeister, der bei dem Netzbetreiber gelistet ist. Dieser muss diese Anlage beim Netzbetreiber anmelden. Und dabei auch überprüfen, ob der Hausanschluss den aktuellen technischen Gegebenheiten entspricht. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt, der ein bisschen komisch ist in Deutschland. Mit dem Auto muss man zum TÜV, alles andere muss man überprüfen lassen. Sie können es aber tatsächlich geschafft haben, 1910 Licht in Ihr Haus gelegt zu haben, Stromanschluss. Und wenn Sie nichts dazu gebaut haben, können Sie es auch so lassen. Und zwar noch ungefähr die nächsten, also für immer. Ne? Sollten Sie allerdings eine PV-Anlage bauen, eine Wärmepumpe einbauen oder ein Elektroauto holen, und das beim Netzbetreiber anmelden, dann muss der Elektromeister, der das macht, gucken, ob das der aktuellen VDE 4105 entspricht. Ich sage einfach mal 2000 Euro, dann geht das. In der Regel werden die Dinger dann neu. Ja, muss man gucken. Ich ehrlich gesagt halte es auch für sinnvoll, weil damals waren um die Kabel noch Bleidinger drum oder irgendwie so. Also, und da, alles kommt da rein, Internet, Essen, wir warten, also alles. Da kann man auch mal alle 40 Jahre das Ding mal neu, also auf den Stand bringen. Ne? Außerdem, ich bin auch mal gespannt, wie so eine Sicherung von 1940 eigentlich hält. Also, oder die kurz danach, die ersten mit Kunststoff, die mit Porzellan müssten ja noch gehen, aber die mit Kunststoff, da bin ich nochmal, da Bakelit, was das war. Okay, auf jeden Fall, das ist auch noch ein großes Thema. Was aber dann eigentlich die Elektriker macht, genau. So, wenn man dann die Verbrauchsdaten hat, entweder aus der Stromrechnung, da sollte man es ja eigentlich drinstehen haben, da muss ja so gemacht werden, dann kann man sich kurz überlegen, was man noch so hat, Elektromobilität. Wenn Sie zum Beispiel ein Auto holen, können Sie es ganz einfach ausrechnen, Sie nehmen die Fahrleistung, rechnen das mal 20, teilen es durch 100, dann haben Sie ungefähr den Strom, den Sie da brauchen im Jahr. Also was Sie im Jahr fahren, mal 20, das ist 20 Kilowattstunden, ist sicher, weil selbst ein ID3 braucht bloß 16, aber wir machen mal die sichere Seite. Pro 100 Kilometer und dann wissen Sie, was Sie da haben. Genau. Bei den anderen Sachen muss man fragen. Genau. Grundsätzlich kann man dann sagen, wenn Sie, sagen wir mal, 5000 Kilowattstunden Stromverbrauch haben, können Sie davon 25-30% mit dieser PV-Anlage ersetzen. Das liegt ganz grob daran gesagt, im Schnitt ist ein Tag 8 Stunden, also scheint die Sonne 8 Stunden am Tag. Der Tag hat aber 24 und tatsächlich, wenn man 8 durch 24, also dann kommt da auch eine 3 raus. Genau, das kommt so ungefähr hin. Ne? So, genau. Wenn man diesen Eigenverbrauch höher bringen will, also mehr verbrauchen will, muss man den Strom irgendwie vom Tag in die Nacht kriegen. Und das geht halt mit dem Akku. Dann kommt man auch so ganz grob gesagt auf 80%. Ne? Die Akkugröße kann man übrigens fast ganz einfach berechnen. Wenn Sie 5000 Kilowattstunden haben, teilen Sie das durch 1000 und nehmen es mal 1 oder mal 1,5, das ist Ihre Akkugröße. Ist der Akku größer, wird er niemals leer am Tage. Ist der kleiner, reicht er nicht. Ne? Und wenn er nie leer wird, ist auch nicht gut, weil der Akku muss sich ja über die Ladezyklen zurückrechnen. Ne? Ja, er muss aber nachts leer werden. Also wenn Sie sich einen 40 Kilowattstunden Akku nach Hause holen, kriegen Sie den am Tag voll. Also meine PV-Anlage, die 10er, schafft am Tag locker 50, 60 Kilowattstunden. Ja. Genau. Aber da unser Haus bloß 200 Watt braucht, 200 Watt mal 24 Stunden, wie soll er dann wieder leer werden? Das, also zu groß bauen bringt da auch nichts. Aber zu der Anlage selber, mein Ding ist eigentlich immer so groß bauen wie möglich, weil es gibt ja auch Häuser, wo es nicht drauf geht. Und für die bauen wir das ja mit, sage ich jetzt mal so. Genau. Also das gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber, weil, wie gesagt, Globalstrahlung, Dachneigung, Himmelsrichtung, da brauchen Sie sich heutzutage eigentlich keine großen Gedanken drüber machen. Ich weiß nicht, ob Sie schon bemerkt haben, früher, ältere Anlagen, da wurden Module auf schrägen Dächern nochmal so 10 Grad schräger gestellt. Macht heutzutage keiner mehr. Die werden da einfach draufgeknallt und fertig ist. Manche legen die Module sogar waagerecht hin. Das sollte man nicht machen. So 10, 15 Grad sollten gut, damit die Dinge das Wasser abläuft. Also, und sich selbst reinigen. Aber ansonsten wird da nicht mehr lange dran rumgebastelt, die in irgendeine Richtung auszurichten oder so. Die kommen da drauf, wie es am besten passt und fertig ist. Und der rechnet Ihnen ja aus,
was das Ganze dann bringt. Genau. Jetzt kommen wir zum Netzbetreiber. Da sind wir in dem Bereich der Regulatorik vom VDE. Das ist ein total schöner Verein, der sorgt für seine Leute. Erstmal die gute Nachricht. Bis 30 kW Peak muss der Netzbetreiber das anschließen, egal was es kostet. Also wenn er dafür neue Kabel legen müsste oder sowas, dann soll er das tun. Wir haben das schon bezahlt, das ist in dem Netzentgelt mit drin, muss er tun. Hat die Anlage allerdings 30,01 kW Peak und er sagt, der Anschluss ist zu klein, dann müssen wir das bezahlen. Aber 30 kW Peak ist für ein Haus zu Hause auch okay, also gut, locker bleiben, genau. Es zählen alle Anlagen an einer Anschlussstelle. Also es geht nicht, ich baue dieses Jahr eine 29 kW Anlage, nächstes Jahr noch eine, noch eine, noch eine, sondern das zählt alles an dem Netzübergabepunkt für das Gelände zusammen. Ja? Genau. Dieser Zählerplatz, das ist hier diese VDE 4100, also da gibt es dann noch weitere 05 und 01 und so weiter, die das da jetzt vorschreibt, was da drin sein muss mit Überspannungsschutz. Und es kann sein, dass es tatsächlich einen neuen Schrank gibt. Aber dann haben Sie alles da drin. Blitzschutz, Überspannungsschutz, vorbereitet für die neuen Zählerplätze mit den Smart Metern und sowas. Also ich würde es dann nicht den Kosten der PV-Anlage zuordnen, sondern einfach mal sagen, mal ein bisschen was neu modernisiert. Genau. Jetzt sind wir schon so ein bisschen im Bereich der EEG-Umlage, Regulatorik. Da gab es Gott sei Dank zum 01.01. einen großen Vorteil, weil bisher war es so, dass man über 10.000 Kilowattstunden EEG-Umlage bezahlen musste oder über 10 Kilowatt Peak. Das ist jetzt auf 30.000 oder 30 kW Peak erhöht. Und das sollte auch für einen Privathaushalt mit Elektroauto, Wärmepumpe und Schwimmbad reichen. Wenn das noch größer wird, dann wird es auch langsam ein bisschen ungerecht, sage ich jetzt mal so. Ne? Genau. Das macht aber eigentlich auch der Solateur. Also da muss man das ja dann, die Papiere fertig machen und sowas, das macht er auch. Früher war es halt tatsächlich so, diese 10 kW Peak-Regelung hat dazu geführt, dass in den letzten 5 bis 6 Jahren 90% der Anlagen 9,9 kW Peak hatten. Ja? Das wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen anders. Also ist leider tatsächlich so, wenn man durchfährt, es gibt ganz, ganz viele Häuser, wo so ein Teil des Daches belegt ist. Und das ist nicht gut, weil das Gerüst kostet, egal wie viel man da drauf baut, das gleiche Geld. Genau. So, kalkulieren, wie gesagt, man erhält eigentlich die ganzen Ertragsdaten und den Eigenverbrauchsanteil und sowas, das rechnen die auch alles aus. Wenn Sie allerdings solche Angebote kriegen, es gibt dann Anbieter, die rechnen einfach für jedes Jahr Strom, oder die rechnen die Stromsteigerungsrate für jedes Jahr 5%. Bei 20 Jahren kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Da sollten Sie selber mal in sich gehen, ob man da mitgeht, sage ich jetzt mal so. Vielleicht, das ist auch gar nicht sicher, dass der Strom noch steigt, sage ich jetzt mal so. Ich denke eher, er wird wieder billiger werden, aber egal. Aber das sind so die Sachen, wo man ein bisschen darauf achten kann. Genau. Und es geht übrigens 20 Jahre plus 1. Also das heißt, dieses Jahr, wenn Sie jetzt die Anlage in Betrieb nehmen, zählt dieses Jahr und dann noch 20 dazu. Also wenn man am 01.01. eine in Betrieb nimmt, sind es 21 Jahre. Wenn man am 31.12. eine in Betrieb nimmt, sind es 20 Jahre. Ja, das sind so die Dinger. So, wenn das alles viel zu kompliziert ist, es gibt die sogenannten Balkonanlagen. Da komme ich gleich nochmal zu. Genau. Das sind mal so ein paar Werte von, ist jetzt schon leider 2 Jahre her, ich habe es noch nicht, aber es liegt so zwischen 1000 und 1200 kW Peak, also für 1 kW Peak, was er anbietet, so muss man so ungefähr 1000 bis 1200 Euro Kosten rechnen, die man aber dann netto kriegt, weil wenn man die Anlage anmeldet, kann man die Mehrwertsteuer ziehen. Man wird dann für die ersten 5 Jahre ein bisschen Unternehmer, tut aber nicht weh, man muss noch nicht mal Gewerbe anmelden oder so, sondern einfach nur so eine Umsatzsteuererklärung machen und dann ist gut. Genau. Okay, ich lese jetzt mal nicht alles durch, aber das kann ich jetzt selber angucken. Was ich allerdings darauf sagen möchte, ist, die Handwerkerkosten für die PV-Montage, Gerüststellen und sowas, liegen schon so bei 20 bis 25%. Das heißt, auch wenn die Module aus China kommen, ein Großteil des Geldes, was dafür aufgewendet wird, bleibt auch in Deutschland. Also wenn ich dann einen deutschen Konverter hole, ist das schon mal hier. Das sind zwar bloß 2000 Euro, aber ist ja okay. Und die ganzen Gestellbauer sind eigentlich auch von hier. Und dann halt natürlich draufbauen tun das meistens Dachdecker. Und die gibt es ja sogar lokal. Also die müssen ja nicht aus Polen kommen. Die kann man ja von hier holen. Ne? Genau, ich habe mal so eine ganz vereinfachte Ertragsrechnung gemacht. Ich habe mal ohne Zinsen, Preissteigerung und sowas gemacht, das einfach mal so durchgerechnet. Man geht halt mit der Einlagengröße rein. Dann kriegt es einen Wert für jeden Punkt in Deutschland, wie viel Kilowatt Peak 1 kW bringt. Also im Jahr, wenn man das laufen lässt. Ne? Liegt eigentlich mehr so bei 950, 900. Ich habe mal 875, ich bin immer so ein bisschen, ich bin Maschinenbauer, ich will, dass das Zeug hält und
lieber auf die sichere Seite und wenn es besser wird, ist ja gut. Ne? Deswegen bin ich ein bisschen runtergegangen. Und dann ist, wo ich hier darauf hinweisen will, diesen Eigenverbrauchsanteil, den muss man dann mit dem Strompreis rechnen, den man bezahlt, weil den muss ich dann nicht mehr kaufen. Ne? Das waren damals so 26 Cent bei mir. Und für das, was dann noch übrig ist, also zum Beispiel an die 70%, das verkaufe ich ja an den Netzbetreiber. Also hier jetzt zum Beispiel die Avacon. Und dafür kriegt man die EEG-Vergütung. Und das waren damals 8 Cent, das ist jetzt vielleicht 7,7 oder so. Und die beiden Annahmen zusammen, die refinanzieren dann meine PV-Anlage. Und mittlerweile ist es leider so knapp geworden, dass mit 0% Eigenverbrauch wird es schwierig mit 20 kW-Anlagen oder so. Da müssen wir eher so in den Bereich 200, 300 oder 700 oder sowas gehen und dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber da ich davon ausgehe, dass jeder, der zu Hause ein Haus hat, auch Stromverbrauch hat, geht es. Normalerweise. Ne? Genau. Und dann kann man halt ausrechnen, was dann nach 20 Jahren man eingenommen hat. Also in dem Fall hätte ich dann halt für jedes Kilowatt Peak 2.345 € eingenommen und ausgegeben hätte ich halt, habe ich ja gesagt, 1.000 €. Ne? Dann habe ich noch so ein bisschen Versicherung und Dings dabei getan. Muss man aber gucken. Ich musste zum Beispiel gar nichts versichern, weil das ist bei, ich mache jetzt keine Werbung, aber bei der Hook ist mit drin. Ich musste nur sagen, ich habe eine und dann war gut. Das war eine Hausversicherung mit drin. Genau. Jetzt hier mal zu den Balkonanlagen. Das ist für Leute Mietwohnung oder so. Da wird es natürlich schwierig. Es kann ja nicht jeder Mieter oben auf dem Dach dann sich 10 Module hinstellen oder so. Mittlerweile darf man 600 Watt, und zwar nicht Watt Peak, sondern wirklich Konverterleistung, die nach draußen gehen, irgendwo hinbauen. Also ans Balkongeländer, auf ein kleines Dach im Garten oder wie auch immer. Wird über die Steckdose angeschlossen. Die Steckdose sollte jetzt nicht von 1930 sein, obwohl es gehen 600 Watt drüber maximal. Also, ne? Gut. Aber es gibt besonders Stecker dafür und dann ist gut. Ja, und dann an den beiden Modulen ist ein Konverter dran, der macht nur diese beiden Module und dann hat man halt so 600 Watt Erzeugung oder sagen wir mal 250, 300. Ne? Wenn man dann aber weiß, dass so ein Haus, also wenn Sie mal wissen wollen, was Ihr Haus so zieht, so ganz grob, nehmen Sie die Jahresleistung und teilen das durch 8.700 und irgendwas oder durch 365 und dann nochmal durch 24 und dann wissen Sie die Leistung. Und das ist nicht viel. Also bei uns zu Hause, obwohl es drei Wohnungen sind und ein Rechner läuft, haben wir so 450, 500 Watt. Ne? So, und wenn da am Tage, wenn 5 Stunden keiner da ist, 300 Watt plus laufen, haben Sie auch Ihre 30% Eigenverbrauch. Also die sind teilweise schneller in der Rendite da, weil man da halt keine Gerüste, da braucht man keinen neuen Zählerplatz. Ja, ich bin gleich durch, genau. So, wenn man dann die PV-Anlage bestellt hat, sozusagen, muss man die im Marktstandardenregister anmelden. Das Marktstandardenregister ist dafür da, dass wir in Deutschland wissen, wie viel Energie erzeugen wir überhaupt. Ne, früher war das einfach, gab es 100 große Kraftwerke, haben alle E.ON gehört, die wussten das, das geht jetzt nicht mehr, das muss jetzt irgendwo erfasst werden, das geht über dieses Marktstandardenregister, tut aber nicht weh. Also das für eine Regierungsstelle ist das gar nicht mal so schlecht. Das, ne? Da muss man das dann eintippen, genau. Also, wenn man das beauftragt, man gibt die bei dem Solateur in Auftrag, der lässt das praktisch genehmigen, also er muss halt beim Netzbetreiber fragen, geht das an diesem Anschluss? Ne? Das kann ja auch sein, das kann tatsächlich sein, dass die was bauen müssen. Genau. Dann gibt es einen sogenannten Inbetriebnahmetag. Der Tag ist wichtig für die Vergütung. An dem Tag wird geguckt, welche Vergütung hat gegolten und die gibt es dann die nächsten 20 Jahre. Nach der Inbetriebnahme muss er direkt wieder vom Netz getrennt werden, weil man noch keinen Zähler hat. Das sind die schwersten Tage eines Menschen, der eine PV-Anlage baut. Wenn der Inbetriebnahmetag an einem Junitag war, danach 4 Wochen beste Sonne ist und die Anlage tot im Keller hängt, weil sie nicht angeschlossen werden darf. Das tut weh. Gut. Wie gesagt, danach kommt dann der Zähler. Das Ganze muss halt fotografiert werden und so weiter, beim Netzbetreiber eingereicht werden und dann kommt halt der Zähler. Und ab da kann man sie dann laufen lassen und muss eigentlich auch nichts machen. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber weil Zähler setzen ist, Avacon ist auch nicht so einfach, sage ich jetzt mal so. Und es dauert auch ein bisschen. Ne? Und bitte rufen Sie nicht an, dann dauert es noch länger. Genau. Einen Tipp kann ich geben, mittlerweile dadurch, dass die Vergütung so gering ist, ich habe da auf jährliche Zahlung umgestellt, weil jeden Monat noch 35 € kriegen und 20 Cent Überweisungsgebühr zu bezahlen, also für den Auszug, da kann man auch sagen, schick uns das einmal im Jahr. Macht dann auch die Umsatzsteuervoranmeldung einfacher, weil wenn ich nur eine Rechnung kriege, also man kriegt dann tatsächlich eine Rechnung, also die schicken uns Geld, wir haben die Rechnung machen sie aber selber, man muss keine Rechnung und so ein Zeug machen, das ist alles fertig, genau. Und nach 5 Jahren kann man das wieder ändern, genau.
So, was muss man konkret mal machen? Also gerade hier bei Zeiss Deptford sage ich es lieber doch nochmal, Denkmalschutz. Ne? Weil Denkmalschützer haben Vorstellungen. Muss man gucken. Dann soll er TÜV finden. Und das ist zurzeit tatsächlich schwierig. Handwerk. Ne? Versuchen Sie mal einen Elektriker zu kriegen. Ist auch schwierig, aber muss man halt mal gucken. Genau, die Stromverbrauchsdaten kennen und dann halt am besten nach Hause holen, ein, zwei Stunden oder eine halbe Stunde durchgucken, mit dem sprechen und dann kriegt man halt die Größe festlegen, überlegt sich, ob man einen Speicher haben will oder nicht. Übrigens, noch gilt es so, wenn man den Speicher mit der PV-Anlage errichtet, kann man auch von dem Speicher die Mehrwertsteuer ziehen, also kriegt man erstattet. Wenn man sie einen Tag später kauft, nicht. Finanzamt Hildesheim versucht es allerdings, hat meinem Cousin erklärt, dass es nicht mehr geht. Kann aber eigentlich nicht sein, weil das ein Gesetz ist, was in ganz Deutschland gilt. Aber Finanzamt Hildesheim hat es geschafft. Er hat eine tatsächlich erst ein Jahr später gekauft. Gut. Baustelleneinrichtung, das Ding ist meistens auf dem Dach. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen Geld kostet. Es gibt so Sicherheitsvorschriften. Ne? So, und die anderen Sachen macht er dann auch. Genau. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen, dann zeige ich noch ein paar Bilder, dann sind wir auch durch. Ich weiß, es ist ein bisschen lang, aber gut. Also, erstmal sind PV-Anlagen eine Investition in die Zukunft. Also ich habe jetzt mal die 100 Jahre dahin geschrieben. Schauen wir mal. Ne? Sag ich jetzt mal so. Was auch ganz nett ist, der Strompreis ist tatsächlich für 20 Jahre, also bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe so eine Flat, ich brauche für die nächsten 20 Jahre gar keine Gedanken machen. Meinetwegen können Sie den Strompreis rauf oder runter, ist vielleicht blöd. Aber mir ist es völlig egal. Ich kriege 8000 Kilowattstunden für 360 Euro noch die nächsten 17 Jahre und gut ist. Gibt es aber nicht mehr. Aber auch ansonsten, die 30%, die Sie da haben, ist fest, weil es ja nur einmal eine Investition. Genau. Und normalerweise auf Privathäusern mit ein bisschen Stromverbrauch machen sich die Anlagen immer bezahlt. Dass man da keine 20% Rendite mehr kriegt, okay. Ja. Gut, ist eine Anlageform, die CO2 einspart. Und ehrlich gesagt, das darf man nicht unterschätzen, Strom vom eigenen Dach macht echt Spaß. Also ich grill jetzt immer mittags mit Solarstrom. Genau. Und Sie brauchen auch keine Angst vor irgendwelcher Entsorgung haben, sowohl die Rücknahme als auch hinterher das Recycling ist geklärt. Ja? Und auch noch, das habe ich jetzt letztes Jahr dabei geschrieben, Solarstrom passt perfekt zur Elektromobilität. Das heißt, gerade für uns hier auf dem Land, eine PV-Anlage, ein Elektroauto dazu und Sie brauchen im Prinzip nie wieder tanken fahren. Also mein Vater hat sich vor 4 Wochen feierlich von seinen Tankstellen in Großdüngen, ist er reingegangen, hat gesagt, ich komme hier nie wieder her. Macht's gut, wollte ich euch nur mal sagen. Gut, Strom kriegt er übrigens von mir. Gut. Nie wieder, er muss da nie wieder hin. Was soll er da auch? Er raucht nicht. Genau. Förderung ist ein bisschen schwierig, gibt es eigentlich zurzeit nicht viel. Es kann aber sein, dass vielleicht in den nächsten Wochen mal wieder was kommt. Für Firmen ist es ein bisschen was anderes und Batteriespeicher werden gefördert. In Niedersachsen tatsächlich 45% oder 40%, muss man mal gucken bei der N-Bank. Das ist tatsächlich ein Wort, weil viele sagen, oh, Batteriespeicher lohnt sich nicht. Also sagen wir so, wenn der 40% bezahlt wird, dann rechne bitte nochmal nach. Ja, also... So, und die Dinger werden dann auch noch billiger, aber da, genau, das hat sich leider schon wieder erledigt. Wolfenbüttel hatte noch eine extra Förderung, ist aber schon wieder ausgelaufen. Genau. Aber ein kleiner Hinweis noch, was es noch gibt, also wieder gibt, weil die ersten 500 Millionen waren weg. Ne? Falls irgendjemand nicht unbedingt ein Elektroauto kauft, aber einen kennt, der mal zu Besuch kommen könnte, dann. Ich sage immer, wenn die Ladestation da ist, kommt das Auto schon später. Aber falls Sie jemanden kennen, der zu Besuch kommen könnte, wie zum Beispiel, also ich, ne? KfW, es gibt 900 Euro, wer das Programm designt hat, weiß ich auch nicht ganz genau, weil falls die Station 600 Euro kostet, muss man irgendwie zusehen, dass man den Preis auf 900 Euro kriegt, weil man kriegt die Förderung erst, wenn es mindestens 900 Euro kostet und dann kriegt man 900 Euro. Kommt drauf an, also ich habe 6 Stück zu Hause jetzt. Da hat jetzt die Installation. Ja, das ist gar kein Problem. Ja, es ist, aber es ist schon verrückt. Also, es gibt ja auch Wallboxen. Also, ich glaube, als das gewesen ist, waren die Wallboxen bei 2500 Euro, aber jetzt ist das mittlerweile bei 450 und dann kann man noch ein Kabel. Also, und auch, wer keine haben will, einfach beantragen. Man hat 9 Monate Zeit, die Dinger zu bauen. Ja? Und dieser Antrag, es dauert wirklich 30 Sekunden, also das längste dauert, seinen Namen, Adresse, Postleitzahl einzutippen. Der Antrag selber sind 3 Klicks, man muss nichts haben. Also die Bedingungen sind ein Ökostromvertrag oder eine PV-Anlage, aber auch erst dann, wenn es gebaut wird. Also jetzt eigentlich gar nichts. Ja, und wie gesagt, es war alle, 500 Millionen waren weg, es sind 300 Millionen nachgelegt, genau. So, jetzt noch 5 Minuten und dann bin ich fertig. Jetzt ganz kurz, was habe ich denn mal da so gebaut? Also das ist unser Haus, das ist vorne ist von 1936, hinten ist von irgendwie 75
Und ich habe mal angefangen 2012, als das Dach aus den 70er Jahren, Frankfurter Pfanne und darunter so eine Folie, ne? Die mit diesen viereckigen Dingern, wo das Kunststoffzeug selber rausfällt. Genau das war das da. Da musste das Dach neu. Dann haben wir mit dem Dachdecker gesprochen, der hat das runtergenommen, heile gemacht und in dem Zuge gleich die PV-Anlage draufgebaut. Der Vorteil ist, das Gerüst habe ich jetzt einfach mal der Dacharbeit zugerechnet, ne? Weil auch ohne PV hätte das Dach ja neu gemusst. Das waren damals 7,2 kW Peak, 30 Module, Konverter da dran, fertig. 2012, damals gab es irgendwie 18 Cent, 18,4 netto. Dann haben wir 2018 die beiden roten Flächen, ist alles Ost-West, also da ist Norden, da ist, genau, steht ja da auch, da ist Osten-Westen. Im Haus ist also nicht besonders perfekt, sage ich jetzt mal so, deswegen die 875 kW Peak, kW Kilowattstunden pro Jahr. Da 9,9 kW Peak gebaut, da war ja die 10 kW Grenze noch und einen 12 Kilowattstunden Akku dran. Und von dem leben wir jetzt praktisch mit unserem Haus. Genau. Und 2019 habe ich dann gesagt, ich mache das Ding jetzt voll, ging aber nicht, weil dann wären wir irgendwie auf 33 kW Peak gekommen. Da hatte ich aber mit der Avacon echt keinen Bock zu. Deswegen haben wir jetzt da nochmal 12, irgendwas gebaut. Wir haben jetzt 29,89 kW Peak da drauf. Heute haben sie mir übrigens geschrieben, ich darf die jetzt zusammenfügen zu einer Anlage. Weil bis jetzt sind es drei verschiedene Anlagen. Die mittlere für Eigenverbrauch, die erste läuft in Volleinspeisung, die zweite läuft in Volleinspeisung. Für die erste und die dritte habe ich einen Zähler für 50 Euro im Jahr, weil die Konverter Eigenverbrauch haben und diesen ganzen Kram. Aber man kann jetzt vielleicht wieder was ändern. So. Genau, so sah der erste Bau aus. Da hieß es, hält es sich noch in Grenzen. Genau, das war dann die rote, war dann die dritte. Genau, das ist dann die dritte. Die hinteren und die vorderen, das war die zweite Anlage. Das waren auch bloß so 33 Module. Genau, 33 mal 300 ist 9,9. Hat dann gut gepasst. Die Konverter müssen übrigens nie so groß sein, wie das kW Peak sich ausrechnet, weil sie ja Ost-West-Ausrechnung niemals 100% Leistung kriegen können. Auch wenn die Solateure das sagen sollten. Da hatte ich übrigens einen Charger mitgeholt. Genau, und das war jetzt die letzte. Das sind jetzt nochmal irgendwie 12, irgendwas. Ja, das sind jetzt die Daten, da gehen wir mal weiter. Genau, aber was ich ganz nett finde, ist diese Tabelle. Ich weiß nicht, ob man es hier unten sehen kann. Letztes Jahr hatten alle drei Anlagen zusammen einen Jahresertrag von 25,5 Megawattstunden. Das ist nämlich das Schöne, wenn sie genug PV haben, braucht man nicht mehr in Kilowatt rechnen. Man kann das mal mit Megawatt zusammenrechnen. Das wären dann 5 Haushalte. E.ON macht das ja auch immer. 1000 Haushalte gebaut. Ich habe auch 5 Haushalte. Kann man damit versorgen. Genau. Genau, da hatte ich noch hingeschrieben, 30 Kilowatt Grenze ist nicht gerecht. Die ist ja Gott sei Dank weg. Und Sie sehen, das ist mal nur so ein Blick durch die Zeit. Das sind alles Kostal-Konverter. 12, 18, 19. Also man sieht, jede Generation macht irgendwie nicht nur designtechnisch ein bisschen was nach vorne, sondern auch in der Technik selber und im Wirkungsgrad. Genau, das ist übrigens die 12 Kilowattstunden Batterie. Da gehen 16 rein, aber ich habe nur 12 genommen, weil das ist eigentlich schon fast zu viel. Aber jetzt mit dem Auto kriegen wir sie auch leer. Funktioniert eigentlich ganz gut. Könnte man noch Notstrom mitmachen. Hätte ich 2017 tatsächlich mal einen Tag gebraucht, aber gut, genau. Das sind so ein paar Bilder, wie das Ganze gebaut wurde. Und das ist so, wie immer gesagt wird, PV-Anlagen stören das Landschaftsbild. Ich habe einen großen Nachteil, ich muss immer zu Elmar gehen, wenn ich unsere Anlage mal richtig sehen will, weil vom eigenen Grundstück kann man sie fast gar nicht sehen. Man muss da irgendwie so ein bisschen weit weglaufen, dass man überhaupt was sieht. Genau. So, und das war die letzte Anlage. Das sind auch diese beiden Konverter, die an den einzelnen Modulen dran sind, die ein bisschen verschränkt sind. Und da kann man, glaube ich, schon erahnen, bei der Anlage war der Anteil des Dachdeckers nicht 25%, sondern eher 40%. Ne? Weil er war dann auch noch mit so einem kleinen Kran da und hat das ganze Zeug da. Wir haben Technik ohne Ende. Also die war noch nicht irgendwie. Also man muss jetzt auch nicht glauben, dass die jetzt irgendwie 14 Tage da waren und das da gemacht haben. 2 Tage, also das längste hat gedauert, Gerüst aufbauen und Gerüst abbauen. Die Module da drauf, das haben sie in 2 Tagen fertig gehabt. Das ist faszinierend, was die Jungs können. Genau. So, und so sieht die neue Unterverteilung aus. So richtig, ich habe extra größere Stromschienen reingebaut für die 22 kW Ladestationen, die ich jetzt da auch habe. Die stehen einem auch zu. Also man kann den Energieversorger fragen, darf ich 22 kW laden? Wenn er ja sagt, hat man die, kann man nie wieder genommen kriegen. Und das sollte zukunftssicher sein, eigentlich erstmal. Genau, unten rechts ist auch schon dieses rote Ding da.
Das war dann 2019 nochmal, da hatten sie schon wieder die Norm geändert. Das ist der Überspannungs- und Blitzschutz für 450 Euro. Aber jetzt ist vorbei, genau. Und das sind halt die, da sind schon zwei Smart Meter drin, wo ich dann kann ich auch die Spannungen sehen. Genau, das ist die Unterverteilung. Das Wasser stand übrigens nur bis da, aber das ist hier ein anderes Problem. Genau. So, und so sieht dann so ein Jahr aus. Also ganz rechts haben wir so ein ganzes Sonnenjahr. Diese lila Kurve, das ist die Ladekurve des Akkus. Ja, also man kann sehen, im Januar, November wird es ein bisschen schwierig, dass man den Akku mal voll kriegt. Aber im Sommer geht der immer voll leer, voll leer, voll leer. Und das muss ich haben, Ladezyklen, damit sich das Ding wieder rechnet. Und wir hatten das Jahr 8200 Kilowattstunden Erzeugung, haben davon ungefähr 46,9% selber verbraucht. Und Autarkie war dann irgendwie noch was anderes. Genau. Aber das wird sich jetzt ändern, wo wir jetzt das Auto gekriegt haben. Genau. Ein letzter Punkt, und dann bin ich auch fertig. Smart Meter Rollout. Der läuft bis 2032. Dann sollen wir alle Smart Meter haben. Ja? Ja. PV-Anlagen über 6000 Kilowattstunden. Sollten sich den auch selber holen. Also ich muss leider sagen, die Energie- oder die Netzbetreiber, so gerne ich auch Stadtwerke mag, aber das haben sie komplett verpennt. Also die Stadtwerke Wolfenbüttel haben ja vor 6 Monaten noch gesagt, Smart Meter gibt es nicht, das funktioniert nicht. Obwohl ich ihm live meine 2 Stück gezeigt habe, die ich seit 2 Jahren habe. Aber sie glauben da irgendwie nicht dran. Ne? Es ist so, jeder über 6000 Kilowattstunden Verbrauch wird einen Smart Meter bekommen. Die Netzbetreiber dürfen 100 Euro nehmen. Das steht im Gesetz drin. Also nicht mehr. Sie dürfen nicht mehr als 100 Euro nehmen. Das heißt, der Preis wird irgendwo bei 99,90 Euro liegen. Meine kosten 60. Man muss ihn selber bestellen einfach. Vor ein paar Jahren gab es das Unbundling. Das heißt, es darf keiner mehr Strom erzeugen, das Netz betreiben und auch noch die Zähler unter seiner Kontrolle haben. Sondern es muss eine Firma geben, die erzeugt Strom. Es gibt eine Firma, der gehört das Netz. Und dann gibt es noch eine dritte Firma, den sogenannten Messstellenbetreiber, der betreibt die Messstelle. Und damit haben wir als Kunde auch die Möglichkeit, diesen Messstellenbetreiber selber zu wählen. Eine große Empfehlung ist es für Firmen, die in mehreren Standorten Gebäude haben, die zu mehreren Netzbetreibern gehören, die sollten auf alle Fälle selber aktiv werden und sich irgendeinen Messstellenbetreiber aussuchen und alle Gebäude damit versehen lassen, weil da muss keiner mehr rumlaufen, um sich das anzugucken. Man kann sekundengenau den Stromverbrauch sehen, hat alle Daten online, muss nie wieder was machen. Man kann mit so einem Smart Meter, habe ich gemacht, innerhalb von 7 Tagen den Stromanbieter wechseln. Man muss nichts anderes mehr machen. Genau. Jawohl. Und man kriegt dann halt noch hier so ein bisschen Daten, die man sich anguckt. Damit wäre ich durch. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay, also man kann jetzt live tatsächlich den Strom angucken, aber das ist, glaube ich, nicht wichtig. Also was es noch zu sagen gibt zu der ganzen Energiewende-Sache, wir stehen halt vor einem Paradigmenwechsel. Ja, also früher war es so, große Kraftwerke mit großen Firmen erzeugen den Strom, und der wird aus den Kabeln, über die Kabel in unsere Häuser gebracht. War eine total schöne Sache, als das losging, aber Sie haben es vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Zukunft ist eigentlich eher, dass kleinere Einheiten, also lokal und dezentral, sage ich immer, auch damit machen dürfen, Strom erzeugen und dass das in beide Richtungen geht. Erstaunlicherweise, wir haben ja Wechselstrom. Man muss auch manchmal den Netzbetreibern erklären, dass die Leistung, die reingeht, auch wieder rausgehen kann, weil der Strom weiß das gar nicht, in welche Richtung er da fließt. Und das sollten wir mehr nutzen. Dazu ist es auch wichtig, dass wir das mit der Digitalisierung irgendwie hinkriegen, weil langsam wird es ein bisschen peinlich für Deutschland, weil in anderen Ländern sind die weiter. Ne? Und es bietet ganz, ganz, ganz viele Chancen. Es ist nämlich so, wenn ich in Techniken investiere, die auch ab und zu mal erneuert werden müssen, auch wenn es 30 Jahre sind, generiere ich auch Arbeit hier im Land. Ja, ich habe es lieber, ich zahle meinen Dachdecker, der alle 3 Jahre oder so mal nach der PV-Anlage guckt, als irgendjemand, der das Öl hierher schief. Oder die Pipelines haben wir ja jetzt auch nicht gebaut, sage ich jetzt mal so, sondern das waren ja die Holländer. Also besser, wir machen ein bisschen mehr Wertschöpfung hier, wir haben ein bisschen mehr Technik hier und wenn es gut läuft, verkaufen wir die Konverter oder was wir da so entwickelt haben, auch nach draußen. Und noch geht es ja. Genau, das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Was? Naja, das wäre als Herz, das wäre vor.
eigentlich der Primat noch das bezahlen. Wir zahlen doch jetzt auch nicht eine Installation eines Kraftwerkes. Wir haben es früher bezahlt, sondern wir zahlen den Preis für die elektrische Energie, die wir beziehen. Wieso gehen wir jetzt nicht her und sagen, liebe Evi hier, das war der Stellvort, oder die Abkommen, hört ihr? Hört ihr? Das ist ja aufzeichnen. Das ist ja aufzeichnen. Ja, gut, dann machen wir nochmal. Also, fange ich nochmal von vorne an. Also, wir haben ja bisher die elektrische Energie aus dem Netz gekauft. Mhm. Ne? Über unsere Zähler wird das registriert und wir zahlen pro Kilowattstunde Verbrauch 26 Cent momentan oder 27, je nachdem. Ja. Gut, wir haben aber nicht die Kraftwerke mitgebaut und haben dafür Geld hergerichtet, sondern über den Strompreis oder den Energiepreis. Ja, wieso sagen jetzt nicht die örtlichen EVUs oder wer auch immer, okay, du oder Egbert, dein Haus ereignet sich prima, wir bauen dir die Solaranlage, zahlst auch bisher 26 Cent, aber wir bauen dir die Solaranlage drauf und speisen den Überschuss in unser Netz ein und den Rest kannst du hier zu Hause verbrauchen. Also, ginge doch. Nee. Warum nicht? Weil die 26 Cent, da sind ja auch noch Steuern. Dann nehmen wir die Steuern runter. Naja. Komm her, wir haben noch abgeholt. Die Stromsteuer ist jetzt nicht nichts. Also der Strompreis setzt sich ja zusammen aus den Energieerzeugungskosten und die liegen irgendwo zwischen 4 und 8, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist ja auch das, was an der Leipziger Börse gehandelt wird. Ne? Das schwankt auch total stark am Tag. Aber wir haben den Netzkostenanteil, also die Netzgebühr. Die Netze müssen ja irgendwoher da sein. Wir haben das Unbundling, die werden ja bezahlt. Da ist es ja so, die sind ja jetzt sozusagen privat und diese privaten Firmen, die vier, die haben, das läuft so, die privaten Firmen sagen, wir brauchen das und das Geld, kloppen sich noch ein bisschen mit der Bundesnetzagentur und dann sagen sie, okay, das braucht ihr. Und dann kriegen die ihre Kosten, die sie hatten, plus 5% Gewinn. Und dann ist gut. Das ist schon mal eine total schöne Sache. Das verdienen die schon mal. Die haben gar kein Interesse mehr dran, dass irgendwas ist. Die haben auch nichts mit Stromerzeugung oder irgendein anderen Zeug zu tun. Die machen die Netze und fertig ist. Hier sowas wie Avacon-Netz und so. Ne? Die Energieerzeuger müssen diese Energie erzeugen und das sind diese 5, 6 Cent. Und wenn wir das machen, was genau verdient dann die Avacon da dran? Nix. Oder die E.ON. Ja? Die Idee war ja damals, also man hat ja damals, als es in 2000 losging, wen fragt man, wenn es um elektrische Energie geht? Man fragt solche Firmen wie Vattenfall, E.ON, wie ist denn das, wie läuft denn das und so. RWE, genau. Und die haben gesagt, ja, nee, ist klar. Also diese neuen Kosten, also wenn wir das fördern wollen, dann sollen das die Verbraucher gesellig selber bezahlen. Weil die Idee war, das haben die leider verstanden, also die Idee war, dass es nicht funktioniert. Die Idee war, von denen, wir machen mal so eine EEG, macht es mal, aber ich glaube, das geht nicht. Und nach 2 Jahren sehen wir dann ja schon und dann geht das gar nicht und dann ist das viel zu teuer und dann lassen wir das wieder weg und dann können wir weiter unsere großen Kohlekraftwerke, unsere großen Gaskraftwerke und ihre was auch immer bauen. Ja, die kommen weg, genau. Und das Problem ist, es gibt eigentlich keinen Platz für die Großen in dem neuen Energiesystem. Und das haben sie, das wissen die ungefähr seit 15 Jahren. Und deswegen. Gut, jetzt aber die Frage, Heinde, dieses große Feld da mit den Solarpanels, ne? Also mit den. Auf der Mülldeponie. Auf der Mülldeponie. Hat das Avacon, hat das eine Privatinitiative errichtet? Der Landkreis. Ja, der Landkreis. Ja, ja. Gut, da geht es doch schon mal. Der Landkreis errichtet das. Nein. Dann kann der Landkreis doch auf den Dächer das auch errichten. Ob er es jetzt auf eine Mülldeponie stellt oder auf die privaten Dächer. Ja. Wo ist da der Unterschied? Das darf ja verpachten. Ja, das meine ich ja. Naja, nee. Darum geht es ja. Ja. Also, genau. Es gibt noch einen, hatte ich noch nicht erwähnt, es gibt den Begriff, dass der Netzbetreiber muss personenidentisch mit dem Letztverbraucher der Energie sein. Ja. Der Betreiber der Anlage, der Betreiber der PV-Anlage muss personenidentisch mit dem Letztverbraucher der Energie sein, die aus dieser PV-Anlage entsteht. Bis vor 5 Jahren war es Hotels verboten, Strom aus einer PV-Anlage von ihrem Dach in die Zimmer zu liefern. Weil in diesen Zimmern wäre der Letztverbraucher der Mieter dieses Zimmers. In dem Frühstücksraum und auf dem Fluren und für den Fahrstuhl ging es, weil da ist die sind zum Betrieb des Hotels nötig. Deswegen ist der Letztverbraucher der
Hotelbetreiber gewesen und da war es erlaubt. Das heißt, hätte man das vor 5 Jahren rechtskonform umgesetzt, hätte in jedes Zimmer ein Zähler gemusst und dann hätte der Hotelbetreiber dem Letztverbraucher diesen Strom verkaufen müssen mit Mehrwertsteuer, dieser Ausweisung, wo der Strom herkommt und diesen ganzen Kram. Das waren die geltenden Gesetze. Da gab es jetzt ein Ding bei der Clearingstelle, das lassen Sie jetzt mal unter den Tisch fallen. Als wir das mit der Elektromobilität hatten in Firmen, solare Mobilität, hatten wir die Idee, PV-Anlage aufs Dach, Elektroauto, Strom rein, zwischendurch durch den Speicher und dann ist gut. Und dann hat uns eine Rechtsanwältin für Energierecht aus Hannover uns das erklärt. Es ist so, wenn der Strom aus der PV-Anlage in den Akku läuft, muss man EEG-Umlage bezahlen, weil in diesem Moment ist dieser Akku ein Stromverbraucher. Rechtlich wird er dort verbraucht. Wenn der Strom dann aus dem Akku rauskommt und woanders verbraucht wird, muss man das wieder bezahlen, weil in dem Moment ist der Akku ein Stromerzeugungsgerät. Und wenn man dann aus diesem Akku den Strom in sein Auto tut und dann aus dem Auto, mit dem Auto fährt, müsste man eigentlich, wenn der Strom aus dem Autoakku zu dem Motor läuft, nochmal EEG-Umlage bezahlen, weil ja dann das Gleiche nochmal passiert. Das dritte wurde dann gesagt, vergesst es, das machen wir nicht, weil das wird kompliziert. Aber die anderen beiden Sachen haben gegolten. Das ist tatsächlich so, wenn Firmen das gemacht haben, mussten sie zweimal, weil das Problem ist, diese Freiheit war nur bis 10.000 Kilowattstunden und Firmen sind da in 3 Minuten drüber. Ne? Das heißt, die mussten zweimal, wenn sie aus einer PV-Anlage ihren Strom in die Autos getan haben, zweimal EEG-Umlage bezahlen und wir reden von 6 Cent. Jedes Mal, also 12 Cent. Ja, wenn ich dann das Zeug für 8 Cent erzeuge, dann nochmal 12 Cent, das ist ja jetzt zum Teil gekippt mit dem neuen EEG. Aber das war natürlich, ja, was will man denn da machen? Das ist, und so ist das mit den, E.ON kann das gar nicht, man darf die Anlagen nicht vermieten, man darf die Anlagen verpachten. Also wir wollen bei unserer Hochschule eine Anlage bauen, 100 kW Peak, haben eine Genossenschaft dafür gegründet, Mitarbeitergenossenschaft an der Ostfalia, und dann würden wir diese Anlage an die Hochschule verpachten. Ich denke, es wird noch ungefähr 4 bis 5 Jahre dauern, bis das Finanzministerium das hingekriegt hat. Unsere Hochschule will es nämlich auch nicht. Und das ist auch das Problem mit unserer Genossenschaft hier. Natürlich können wir auf irgendein Dach das bauen, aber es muss ja auch irgendwo von bezahlt werden. Also brauche ich Eigenverbrauch. Jetzt brauche ich erstmal irgendein Gebäude mit Eigenverbrauch. Schnell. Gibt es eins? Ich suche noch welche. Also wir suchen auch noch gerade welche mit der Stadt. Wir haben einen Gutschein angefordert. Für Kommunen gibt es das nämlich auch bei der KEAN, so einen Beratungsgutschein. Da kommt jetzt ein Berater und wir gucken uns mal das Rathaus an. Und dann, aber wenn da nicht, weil das Problem ist, wenn ich da noch jemand dazwischen habe und ich kriege dann nur die 8 Cent, weil ich zwar Energie erzeuge, kriege ich das nicht nach draußen. Das können Bauern, die so 350 kW bauen am Strommarkt, da rechnet sich das dann alles. Aber wir brauchen auch noch ein bisschen Geduld. Zurzeit ist ja das Problem, dass wir zu viel Strom am Markt haben. Die Atomkraftwerke müssen aus und die Kohlekraftwerke müssen weg. Also das heißt, im Grunde genommen, elektrische Energie zurück als Daseinsvorsorge und dann haben wir diese ganze Problematik nicht. Das ist, da kann ich, genau. Und zunächst erstmal herzlichen Dank. Also man merkt ja, Eckbert, dein Herz ist voll. Viel technischen Verstand, so viel muss man gar nicht wissen. Sage ich ganz ehrlich, man muss es nicht wissen, man muss es wollen. Und das ist wie bei vielen anderen Dingen, wenn man da sich eine Überzeugung davon hat, dass das sinnvoll ist. Nicht nur für sich, sondern auch für die nächsten Generationen. Da muss man das machen. Wir haben im Moment niedrige Zinsen. Die Anlagen werden immer günstiger. Und die Regulatorik, Eckbert hat es gesagt, die ist natürlich komplex. Weil wir haben es hier mit einer Ware zu tun, mit Strom, die in einer hohen Qualität zur Verfügung steht. Du kannst in Deutschland rund um die Uhr, in jeder Steckdose, kannst du Strom beziehen. Und jetzt muss es Verantwortliche geben, wie du dieses System organisierst, was Versorgungssicherheit angeht. In anderen Ländern, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist das nicht selbstverständlich, dass du in einem Hotel im Fahrstuhl einsteigst und in der 10. Etage auch fehlerfrei landest, weil kann zwischendurch auch mal der Strom ausfallen. Also das haben wir schon gut versorgt. Wir haben weltweit pro Jahr, und du hast es vorhin gesagt, das sind 8.760 Stunden, haben wir rund 15 Minuten im Durchschnitt Stromausfall. Das ist fast nichts. Das ist mal, wenn ein Bagger irgendwo reingeht oder sonst was. Das hat damit zu tun, dass wir große Kraftwerke haben, die rund um die Uhr Strom erzeugen und zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir es mit einer Technologie zu tun, die wir nicht beeinflussen können. Ob da eine Wolke vorgeht oder nicht.
Wir haben kurze Tage im Winter, wir haben lange Tage im Sommer. Und das ist, ich vergleiche das immer wie mit Obst, was man im Sommer erntet und dann einmacht in Weggläsern und dann hat man es im Winter, wenn man das essen will, kann man das aufziehen, das steht zur Verfügung. Und so müssen wir mit Strom auf. Wir brauchen den Strom, den wir massig zur Verfügung haben im Sommer durch Sonnenenergie, dann nachts oder halt in den Wintermonaten verbrauchen. Und diese Brücke hinzukriegen, das sind diese Speicher mit Batterie, das ist Wasserstoff, sind andere Dinge. Und da, glaube ich, machen wir jetzt große Schritte hin. Aber nur zu sagen jetzt müssen wir mal relativ schnell aus Kernenergie und Kohle raus, da müssen die Anlagen aber auch schnell zur Verfügung stehen. Und das dauert. Da bin ich fest von überzeugt. Aber das Potenzial ist enorm. Das haben wir gesehen vorhin auch nochmal mit der Fläche, die zur Verfügung steht. Das ist relativ gering. Von daher bin ich sicher, dass das eine Option ist für die Zukunft. Aber wir brauchen auch andere Dinge, wo du vorhin gesagt hast, das ist relativ günstig, 2, 3 oder 4 Cent. Aber jetzt muss man natürlich noch darauf rechnen, wir brauchen halt Netze, Stromnetze. Wir waren heute Nachmittag in Lamspringe mit Hausbesuchen unterwegs. Da seht ihr die 80 Meter hohen Masten. Da wird gerade das Stromkabel Wale-Meckler gebaut. Wir brauchen schon auch Stabilität im Netz, weil natürlich jede Wolke, die jetzt, sagen wir mal, über Bad Salzdetwort ist und da tausende von Quadratmetern Solaranlagen auf einmal nicht mehr produzieren, dann muss ja irgendwo anders dieser Strom erzeugt werden. Oder wenn auf einmal die Sonne weggeht und dieser Strom auf einmal voll erzeugt wird, ohne dass ich ihn zwischenspeichere, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und wir haben jetzt 30.000 Windenergieanlagen in Deutschland und ungefähr 1 Million mit steigender Tendenz Photovoltaikanlagen. Also nicht mehr 300, 400 Kraftwerke, sondern wirklich viele kleine Anlagen. Und dann hilft natürlich Digitalisierung und andere Dinge. Ich bin da wirklich dir dankbar, Eckbert, dass du der Motor bist hier für den Landkreis Hildesheim, dass wir das als SPD begleiten können. Die Rahmenbedingungen, du hast eben davon gesprochen, wie kompliziert das ist, wenn ich eigentlich den Strom erzeuge auf dem Dach und dann entweder meinen Gästen im Hotel oder ich bin Vermieter, was weiß ich, 30 Wohnungen im Haus. Der Eigentümer dieses Hauses erzeugt dann Strom und verkauft das seinen Mietern. Das sind alles neue Verhältnisse, die man regeln muss. Und sicherlich ist das komplex und kompliziert, aber es ist auch nicht einfach so zu sagen, das machen wir dann einfach mal so, sondern derjenige, der dann die Wohnungen vermietet, wird auf einmal zum Stromverkäufer. Und das ist schon etwas dann, wenn er das selber macht, dann muss er auch garantieren, dass der rund um die Uhr 365 Tage den Strom liefern kann. Das kann er aber nicht. Deshalb hast du vorhin völlig recht zu Recht gesagt, brauchen immer auch einen Netzversorger, der den Restmenge liefert. Aber dennoch kann das einen Beitrag leisten. Und deshalb bin ich echt sehr gespannt, wie wir das politisch begleiten. Und vielleicht nochmal letzter Satz dazu. Ich meine, jetzt haben wir über 1,5 Stunden hier zugehört und das waren auch viele, viele wichtige Dinge. Aber ich will eine Sache nochmal sagen, die mir wichtig ist. Wir können da in Berlin so viel beschließen, wie wir wollen. Wenn wir nicht Stadträte, und du kommst ja in den Kreistag jetzt in Zukunft, wenn wir da nicht auf der kommunalen Ebene Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landräte oder sonst haben, die sich darum kümmern, die das für sich entdecken und sagen, das müssen wir fördern. Wir wollen in unserer Stadt unsere CO2-Emissionen reduzieren. Genau das ist der Punkt, wo wir diese Unterstützung brauchen. Und eins ist doch den Leuten klar, der CO2-Preis, den wir jetzt haben von 25 Euro pro Tonne, das merken wir jetzt an so ein paar Cent an der Tanksäule und vielleicht, wenn man Ölheizung hat oder Gas bezieht. Der wird steigen bis 2026 auf 65 Euro. Das ist jetzt schon festgelegt in dem Gesetz. Gleichzeitig sagen wir aber, und das ist jetzt Sozialdemokratie, wir machen das nicht nur teurer, sondern wir helfen euch bei der Bezuschussung, du hast gesehen, 900 Euro Wallbox, bei der Anschaffung von Speichern gibt es Geld, wer sich eine neue Heizungsanlage einbaut, kriegt 40% dazu. Das heißt, ich sag mal, du hast jetzt eine Heizung, kostet 10.000 Euro, die zu erneuern, da kriegst du 4.000 Euro vom Staat dazu. Das heißt, wir sagen den Leuten, wenn ihr nichts macht, wird das sehr teuer in Zukunft. Aber wenn ihr euch entscheidet, umzustellen, umzurüsten, Neubau so zu organisieren, dass er CO2-frei ist, dann kriegt ihr auch Unterstützung vom Staat. Elektroauto kaufen, gibt 6.000 Euro vom Staat, 3.000 Euro vom Hersteller. Also alles diese Pakete, langfristig eine Begleitung. Und das, finde ich, ist fair. Dass man sagt, Leute, ihr wisst klar, dass das teuer wird, aber wir helfen euch auch auf der Zeitschiene, darauf zu reagieren und es gibt auch Geld dazu. Und das müssen wir nutzen. Und das ist das, was Eckbert ja sehr, sehr engagiert hier mit Simone macht. Da bin ich dir wirklich dankbar. Da sind wir auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Andere reden da viel. Wir sind diejenigen, die jetzt Unterstützung anbieten. Ich finde, auch was die Beratung angeht, wir müssen mit dem Handwerk zusammenarbeiten. Ja, es kann nicht sein, dass wenn man einen Handwerksmeister anruft und sagt, guck dir mal meine 30 Jahre alte Ölheizung an, was machen wir da? Und er sagt, oh, ach, am besten kann ich Gasheizung. Ja? Nee, der muss dieses Finanzierungsgebot, der muss das alles mitbringen als Paket. Er muss die Technik anbieten, der muss sagen, das ist eine Solaranlage, hier ist der Antrag, den fülle ich dir gleich mit aus. Das muss alles ein Handwerker mitbringen heute. Und dann bin ich fest davon überzeugt, wenn die Kommune das noch unterstützt, wenn die sagt, hier ist nicht nur ein Haus, sondern in der Häuserzeile sind 20 Häuser in der Siedlung, die sind alle südlich ausgerichtet, da ist kein Baum, der was verschattet, ihr könnt das auch zusammen organisieren, dann ist das eine Sache, die sicher, sicherlich Zukunft hat und es sichert den Standort. Alle Unternehmen, ob das Mittelstand ist, ob das eine Produktion ist, die müssen alle CO2-freien Strom in Zukunft kriegen und deshalb ist das auch ein Standortvorteil. Tesla hat in Brandenburg das Werk errichtet, weil es da viel Windenergie gibt. Das heißt, es ist ein Standortvorteil. Und alle, die das nicht machen, doch, das ist so, natürlich, hundertprozentig. Ich habe mit dem Wirtschaftsminister gesprochen, die haben das Grundstück günstig gekriegt und haben dort erneuerbare Energien zur Verfügung und er will die Batterien und so weiter CO2-frei bauen. Und deshalb braucht er das und deshalb ist das ein Standortvorteil. Dann will ich kurz widersprechen. Er ist wegen der Produktionstechniker gekommen. Er brauchte Leute, die Autos bauen können, weil er ist durch die Hölle gegangen in Amerika. Ja, aber die Autobauer, die hat er bestimmt nicht da in Brandenburg in der Lausitz, sondern die sind erstmal jetzt in dem Braunkohletagebau. Und da kann er vielleicht den einen oder anderen für unternehmen. Aber die stehen da nicht Schlange und haben gesagt, wir bauen jetzt hier mal ein paar Autobauer. 100 Ingenieure, die von Mercedes zu... Die wohnen aber nicht alle in Brandenburg. Der ist nach Brandenburg gegangen, weil dort erneuerbare Energie zu finden. Das ist der Grund. Produktionstechniker. Ja. Wollte ja BMW hin. Okay. Ja. Also erstmal, der Vortrag war interessant. Ich habe zwar nicht viel von verstanden, gebe ich zu. Und ich bin eigentlich mit einer anderen Intention hergekommen. Wir besitzen ein kleines Reihenhaus und haben einen Jahresverbrauch von 2.500 Kilowatt. Und meine Frage ist ganz einfach, ist das für mich eine Option? Wir haben eine gute Ausrichtung nach meiner Meinung, keine große Dachfläche, aber das ist egal. Oder andersrum, wie groß muss die Dachfläche sein, wenn ich bei 2.500 Kilowatt Eigenverbrauch auch eine vernünftige wirtschaftliche Basis für mich habe? Wie viel Platz brauche ich dafür? Jetzt in Quadratmetern oder? Ja. Das ist kein Problem, Sie haben eher zu viel Platz. Das ist für 2.500, was weiß ich, da 4, 5 kW Peak oder so und bei den neuen Modulen ist das kein Problem. Aber du hast ja eben gesagt, ich brauche eine höhere Stromerzeugung, damit ich eine Wirtschaftlichkeit bekomme. Und daraus muss sich ja der Platz ergeben und nicht auf das, was ich verbrauche. Ja, das ist ja. Das ist schwierig bei 2.500, das ist fast ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal so. Weil das Problem ist, in den letzten Jahren sind halt die Förderungen so weit runtergegangen, also die EEG-Vergütung liegt jetzt kurz vor bei 7 oder 7,4 Cent und die Nebenkosten, also neuer Stromverteiler, neuer Zähler, neue Dings, die sind ja gleich geblieben. Also es kann sogar sein, dass die Förderung wieder hochgeht in 6 Monaten oder so, das wird alle paar Monate halt neu berechnet. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, das ist jetzt so eine punktuelle Betrachtung jetzt, aber wenn man das so ein bisschen länger sieht und dann vielleicht doch mal ein E-Bike kaufen oder so oder eine Klimaanlage im Sommer. Also 2.500 ist halt wirklich, wirklich sehr wenig, weil das wird schwierig. Ja, aber ja. Ja, also ich sag mal so. Wir würden da nicht mehr drüber reden, wenn einfach die 10 Cent, die es vor 1,5 Jahren gegeben hätte, nochmal 3 Jahre geblieben wären. Weil es kostet doch bald gar nicht mehr so viel. Die EEG-Umlage würde tatsächlich von alleine verschwinden, weil die Differenz zwischen den... Wir haben ja das Problem, dass wir gegen abgeschriebene Braunkohlekraftwerke gegenarbeiten müssen. Ja? Und wenn etwas abgeschrieben ist, habe ich keine dann ist das blöd. Weil wenn die Braunkohlekraftwerke heute neu gebaut werden würden, würde das gar nicht gehen. Ja, muss man auch nochmal sagen. Also irgendwann muss ja auch mal die Bezuschussung aufhören.
Also wir sind jetzt bei 45-46% beim Strom mit Erneuerbaren. Das heißt, die werden ja in den nächsten 10-15 Jahren einen Anteil von 70% haben. Und dann muss vorbei sein mit Zuschuss. Dann ist das der Preis, der im Markt gilt, fertig. Und da sind wir nur beim Strom. Und deshalb die Frage, was wird eigentlich alles elektrifiziert in Zukunft? Zum Beispiel im Wärmebereich. Dann hast du keine Gas- oder Ölheizung mehr, weil die ist nicht CO2-frei. Wir müssen 2045 ja CO2-frei sein. So, und dann Mobilität, Wärme und dann natürlich das, was du an Stromverbrauch hast. Und deshalb wird es mehr Strom geben, die wir ersetzen müssen, und zwar nicht nur in der Stromerzeugung, sondern, wie gesagt, beim Beheizen und Kühlen von Gebäuden oder Industrie und andere Prozesse. Ja, also wir reden von All Electric. Das wäre jetzt eigentlich mein zweiter Ansatz gewesen. Ich weiß auch, was wir für Wärme und fürs Kochen brauchen. Wir haben also circa 1000 Kubikmeter Gas. Ja. Und das wäre jetzt mein nächster Ansatz gewesen, wenn ich das jetzt zusammennehme und auf dem Dach als Strom erzeuge und auch mit dem Strom heize und koche, was ich bisher mit Gas mache. Ja. Wie ist es dann? Reicht dann die Dachfläche? Ich kann jetzt nicht die 1000 Kubikmeter Gas, das sind 9000 kWh, kann ich jetzt nicht umrechnen in Strom. Wissen habe ich nicht. Ja, also ich stehe ja vor demselben Problem. Ich habe eine Gasheizung von vor 15 Jahren und will das eigentlich weghaben. Also bei mir ist es eigentlich andersrum. Ich habe zu viel Strom. Hat man ja gesehen, 25 Megawattstunden, die muss ich irgendwo wegkriegen. Deshalb habe ich die alte Idee, eine Wärmepumpe zu holen. Das Haus ist aber von 36, 56, 66, 72. Mein Vater war Maurer. Die haben immer gebaut. Keine Ahnung, aber egal, es gibt Energieberater, wird von der BAFA gefördert, ich zahle 300 Euro, er kriegt 2.500 oder so und in ungefähr 6 Monaten weiß ich, habe ich eine Wärmeberechnung, eine Wärmelastberechnung, alles da und er guckt das nach. So richtig pauschal kann man das nicht sagen, aber da gibt es Leute, die das quasi beruflich machen, die sind zurzeit komplett unter Last, sage ich jetzt mal so, die sind schwierig zu kriegen, aber das sollte man überlegen und bei der Mobilität ist es ja zum Beispiel so, wir brauchen zurzeit 700 Terawattstunden für die Mobilität, für die Autos, über das Benzin. Alleine, wenn wir das auf Elektromobilität umstellen, sind es nur noch 125 Terawattstunden. Und das sind nur so ungefähr 10-15% mehr, als wir jetzt verbrauchen. Wobei wir ja zurzeit 10% mehr Strom erzeugen, als wir verbrauchen. Das verkaufen wir ja nach Frankreich und so weiter. Also diese Synergieeffekte, die man da hebt, sind schon erheblich. Und durch die Wärmepumpe kommt man mit dem Gas eigentlich auch hin. Das Gas ist zwar bloß ein Viertel so teuer wie Strom, wenn man heizt, aber der Strom hat ja mit den Wärmepumpen eine Arbeitszahl von 4. Das heißt, ich kriege aus einer Kilowattstunde auch 4 Kilowattstunden Wärme. Also bei so Häusern, die 2015 gebaut sind, gibt es eigentlich keine Frage. Und da ist zum Beispiel Architekten, ich habe einen Studenten, der bei mir studiert hat, hat hier ein Haus in Batze gebaut, letztes Jahr. Da sagt er, was soll ich für eine Heizung nehmen? Ich sage, ich gucke auch gerade nach Wärmepumpe. Ich sage, wieso, was hat denn ein Architekt gesagt? Ja, der Architekt hat gesagt, geht zum Gas- und Heizungsbauer. Ich sage, was hat der gesagt? Ja, sagt, dann nehmen wir eine Gastherme. Ich sage, ey, 2020? Hat er schon mal das Wort Wärmepumpe gehört? Oder in Malum hat ein Bauer eine neue Halle gebaut, eine niegelnagelneue Halle, 70 mal 40 Meter. 2019 hat er uns angeboten als Genossenschaft. Ich sage, sag mal, wann hast du die gebaut? Ja, letztes Jahr. Ich sage, hast du den Architekten mal gefragt, warum da keine PV? Nee, ich habe ihm gesagt, er soll die so bauen, dass ich die mal drauf machen kann. Ich sage, aber warum hat denn der Architekt nicht gefragt, ob das drauf soll? Weil die Architekten werden doch nach dieser Abrechnungsordnung, wo das nach Bausumme geht, abgerechnet. Das heißt, wenn du dafür 200.000 Euro eine PV-Anlage drauf baust, hätte er ja mehr verdient. Warum fragen die sowas nicht? Warum muss der Bauherr selber darauf drängen? Solche Sachen, das ist für mich, ich habe letzte Woche diesen Vortrag in Wartlingen gemacht, bei einer SPD-Bürgermeisterkandidatin. Und da hat mich hinterher tatsächlich ein Architekt angeschrieben für sein Haus, wie das dann so wäre. Und da habe ich das auch geschrieben. Und er so, ja, nee, da haben wir kein Interesse dran. Und das ist für mich nicht so, also für mich ist das noch ein Buch mit 7 Siegeln, sage ich jetzt mal so. Weil also in Baden-Württemberg besteht Solarpflicht für Neubau. Und ich denke mal, da muss man auch nicht warten, bis irgendwo im Europaparlament oder im Bundestag ein Beschluss gefasst wird, sondern das hat man im Landkreis oder bei der Gemeinde, wenn die sagen, hier kommt ein Baugebiet hin und früher wurde vorgeschrieben, welche Dachneigung, welche Zaun, ob dann Jägerzaun, so, warum sagt man nicht einfach, und hier, wer hier einen Bauplatz haben will, muss sich verpflichten, so eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Das kann man machen im Rathaus. Da wollen wir gar nicht warten auf irgendjemanden.
ich habe ja beim Land angefragt, ob wir mal ein paar Dächer kriegen können, weil das Land Niedersachsen hat ja beschlossen, dass alle öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen versehen werden, und habe tatsächlich Kontakt zu einem im Finanzministerium gekriegt, der das machen soll. Ja? Und dann sage ich, wann geht's denn los? Sagt er, ja, wir müssen ja erst die Dächer kalkulieren und dann müssen wir noch sanieren und dann müssen wir das ja wissen, was die Anlagen kosten. Ich sage, wieso? Ja, wie soll das sonst gehen? Ich sage, naja, pass auf, du gibst uns das Dach, ich sage dir, du zahlst einen Cent weniger, als er jetzt zahlt, und dann ist die Sache durch. Du musst gar nicht wissen, was die Anlage kostet. Das machen wir als Genossenschaft. Wir wissen, wie das geht, wie das da drauf geht, was man dazu machen muss. Wir verpachten das und dann ist fertig. Und da sagt er, er ist seit 6 Monaten dabei, um rauszufinden, wie er die 30.000 Dächer losgeht. Als erstes haben sie uns E.ON gefragt, ob die Dächer haben wollen. E.ON hat gesagt, ja, die 10 Großen mit den 750 kW, die nehmen wir. Die anderen nicht. Da sagt er, oh, das ist ja neu, da muss ich mal drüber nachdenken. Und das macht mir ein bisschen Angst. Aber übrigens, übermorgen haben wir einen Online-Vortrag, der dann richtig online funktioniert, über Agri-PV. Und da zum Beispiel haben die Städte und Gemeinden zurzeit noch die große Chance, selber was zu bewirken, weil es noch nicht genug Regelungen gibt, die etwas verbieten. Auch noch nicht so viel erlauben, aber man kann da tatsächlich als Stadt was, also als Gebietskörperschaft was machen. Und das ist, das hat also 4% der Ackerfläche mit Agri-PV haben eine Kapazität von 1700 Gigawatt Peak. Das gibt dann ungefähr 1500 Terawattstunden. Aktuell haben wir einen Stromverbrauch von 600 Terawattstunden. Und wie gesagt, 4%. Und das ist gerade hier so für die Heide wäre das total interessant. Also Weizen bei uns nicht, würde, der Boden ist zu gut, das dauert noch ein bisschen, aber wo Kartoffeln und Spargel stehen. Bei Kartoffeln gibt es dann einen Ertrag mit dem PV, bei Kartoffeln noch von 105%. Also man hat noch 5% mehr Ertrag, als wenn da keine PV-Anlage draufsteht. Weil Kartoffeln das mit der Sonne nicht so gut abkönnen. Und man hat 20% mehr Bodenfeuchte, weil die Module halt dafür versorgen, dass nicht so viel verdunstet und diesen ganzen Kram. Und das ist ja auch in der Heide die nächsten 10 Jahre total interessant. Also, ja. Also die Landwirte sind ja auf dem Weg, bei der Energiewende schon eine zentrale Rolle zu spielen. Wir brauchen die Flächen für Windenergieanlagen, wir brauchen jetzt die Kabel, die verlegt werden müssen über landwirtschaftliche Flächen. Wir haben die Biogasanlagen und bei Photovoltaik, Freifläche, liegt es aber auch teilweise an den Kommunalpolitikern, ob die im Flächennutzungsplan, Raumordnungsplan diese Flächen zur Verfügung stehen. Und das ist dann, wie gesagt, nicht nur eine Entweder-Oder-Nutzung, sondern Agri-PV heißt ja, dass man das dann so hoch baut, dass darunter Landwirtschaft noch stattfinden kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das auf den Parkplätzen vor Supermärkten macht zum Beispiel. Dann wird halt oben Strom erzeugt und in der Zeit, wo ich eine halbe Stunde bei Aldi, Rewe, Lidl drin bin, wird mein Auto halt vollgeladen und ich bezahle das an der Kasse mit. Das ist also überhaupt kein Problem. Baden-Württemberg hat übrigens eine PV-Pflicht auf neu gebauten Parkplätzen. Ja. Hätte ich auch gern. Man braucht nicht immer ein Gesetz. Wir können Gutes ruhig tun, weil es auch sich ökonomisch rechnet. Also, das ist genau der Punkt. Es rechnet sich. Und die Zinsen sind im Moment so niedrig, jede Bank ist froh über jeden Kredit, den sie vergeben kann. Ja. Wir waren zu unserer Präsidentin, wir haben eine Mitarbeiter-Energiegenossenschaft gegründet. Ne? Wir wollen auf den Dächern unserer Hochschule und auf den Parkplätzen PV-Anlagen bauen. Haben auch schon die ersten Projekte mit 200er Anlagen da. Und wir haben total Ärger gekriegt. Ob das sein muss, tut das wirklich Not, ist das wirklich wichtig, können wir das nicht auch lassen, muss das wirklich sein? Und dafür hätte ich gerne dieses Gesetz, dass ich sage, nee, ihr kommt sowieso nicht drum rum, dann lasst es doch uns machen. Ja, kann man machen, kann die Leute zum Glück zwingen, verpflichten, aber an dem Punkt, ich meine, so eine Hochschule ist ja nur ein öffentliches Gebäude, also Staat, und der sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Dann wie willst du denn die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, wenn nicht auf den Rathäusern, Schulen, Turnhallen genau diese Flächen schon genutzt sind? Da muss der Staat Vorbild sein und muss das machen. Und wenn man Ziele hat, auch für eine Hochschule, zu sagen, hier kann man studieren, in den nächsten 5 Jahren werden wir dafür sorgen, dass das Studium CO2-frei wird. Dann wäre das zumindest eine Möglichkeit, wo man ja sagen kann, dann gibt es nochmal extra Zuschüsse vom Staat, auch wenn man das als Hochschule, also Anreize schafft. Wir brauchen kein Geld, aber das ist kein Ziel. Das steht in keiner Zielvereinbarung drin. Dann kriegst du 5 Professorenstellen mehr. Ja, aber es ist kein Ziel. Klima, also Energieeffizienz und Dings ist kein Ziel. Ja. Das müsste mal einer machen. Das ist nur ein DIN A4-Blatt.
Ich habe noch einen weiten Weg. Deswegen fahre ich jetzt nach Hause. Schafft der Elektrofahrer. Um Gottes Willen. Kein Elektrofahrer. Ja, das ist mir klar. Das ist ja, mein Vater fährt seitdem 60 Kilometer am Tag. Ja, ich weil er sagt, so er wusste immer nicht, wenn er ohne Elektro fährt. Aber Abspann. Achso. Ja, das ist. Da ist die Kamera, okay. Ich sage ja, tschüss. Wenn die, genau, gute Fahrt. Und vielen Dank nochmal. Ne? Ja, genau. Ich glaube, dann schließen wir den offiziellen Teil. Die meisten Fragen haben wir ja beantwortet. Und dran denken, so, wer es noch schafft, übermorgen auf der Webseite schauen. AGPV. Doppelt ernten, dreifacher Nutzen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.